to Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe How to Freizeitpark, der Talk. Es ist der 1. März 2021 und wie immer aus dem guten alten Wien ist mir zugeschaltet der Herr Julian Omonski. Guten Tag, der Herr. Hallo. ich habe es mir eigentlich die ganze Zeit verkniffen, so lange auch verkniffen, aber heute muss es einfach mal raus, Herr Omonski. Okay, wie geht's Ihnen? Nimmst du schon irgendwelche Dinge von da unten auf, irgendwelche Wörter? Ja, aber ich rieche mich nur ständig auf. Guck mal hier, das hier, was ist das? Ich zeig's mal in die Kamera. Was ist das eine? Du hast eine Pratertasse in der Hand. Die sieht also, richtig aus. Also es ist eine Tasse. Ja, die ist ganz schön. Das heißt hier zum Beispiel Häferl. Wie heißt das? Häferl. 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 Häferl, okay. Häferl, irgendwie sowas. Ja. Ja, ich weiß nicht. Pass auf. Und das hier, Moment, was ist das? Das ist einfach nur ein Kissen. Falsch. Das nennt sich Polster. Das im Süden Deutschlands wäre dann ein Polster. Ja, Polster. Egal. Nee, mit dem Hallo habe ich gedacht, ich melde mich einfach mal so im Dr. Drosten-Style. Ah ja, stimmt. Hallo. Ja. Wobei wir eigentlich die Rollenverteilung hier ja schon oft genug klar gemacht haben. Du bist der Singer-Songwriter und ich bin der Samstagabend-Nightshow-Host. Nein, lass die Gitarre stehen. Ach Mann. Aber vielleicht könntest du so zum Outro hin so ein bisschen klimpern. Wenn die Leute eh abschalten, meinst du? Ja, ich meine, ab Minute 90 hört eh keiner mehr zu. Dann können wir das gerne machen. Ja, kein Problem. Können wir machen. Stefan, was geht bei dir? Was tust du? Was tust du da? Was tue ich da? Ich sitze hier und nehme einen Podcast mit dir auf. Und was gibt's Neues? Also persönlich, privat, tatsächlich sehr viel. Also bei mir hat sich die Woche viel ergeben, viel gearbeitet, viel gemacht, viel getan, viel für meinen Kooperationspartner getan. Hab auch heute noch 2-3 Anrufe getätigt, die für die große Podcast-Sonderfolge im Sommer sind, wo ich sehr erfreut bin, dass ich da ein paar coole Interviewpartner, ein paar spannende Menschen ranholen konnte und eventuell neuen Kunden an der Angel habe. Also die Woche war wirklich sehr, sehr anstrengend, sehr lang. Dementsprechend sehe ich auch heute ein bisschen fertig und müde aus. Wir sind beide so ein bisschen müde, ne? Ja, wie war denn deine Woche? Wie geht's dir und warum bist du denn so müde? Boah, frag mich nicht, ich weiß. Also das Ding ist, ich vergesse ja immer vieles. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ich, doch ausnahmsweise weiß ich, was ich gestern gegessen habe. Aber das sind so Dinge, ich lebe mehr im Moment, weißt du? Living the moment, ja. Never look back. It only hurts your neck. Hast du ordentlich den Diem gekarmt? Auf jeden Fall. Ich habe auch, ich wollte gerade irgendwie von Karpen auf Carving, auf Skifahren oder so, aber mir ist gerade jetzt, das ist zu weit weg, egal. Nee, aber ich glaube, die Woche war gut. Ich habe einen neuen Arbeitsort für mich gefunden. Mhm. Und zwar, wir haben jetzt gerade extrem tolles Wetter, es war ja irgendwie super kalt und plötzlich sind es irgendwie 20 Grad wärmer geworden. Ja, krass. Und hier, die Wohnung ist in einem Gebäude, auf dessen Dach man gehen kann. Und auf diesem Dach sitze ich jetzt immer, sitze in der Sonne und telefoniere von da mit den ganzen Leuten und mache so meinen E-Mail-Kram von da oben. Es ist super, 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 super angenehm. Vielleicht habe ich heute auch so eine kleine Frischluftvergiftung, so eine gesunde. Weißt du? so eine Frühjahrsmüdigkeit? Nee, einfach so eine Frischluftvergiftung, weil ich zu lange draußen war. Kennst du das nicht? Ist man einfach dann... Nein. Absolut nicht. Also ich bin auch ein absoluter Frischluftfanatiker. Wir haben eigentlich immer die Fenster in der Wohnung auf. Auch nachts. Ah, okay. Dann bist du vielleicht schon auf einem anderen Level, weißt du? Vielleicht bist du schon viel mehr angefixt und addicted. Ich bin viel tiefer im Frischluft-Game drin als du anscheinend. Ja. Ich bin eher so ein Kellerkind, glaube ich. Ein Kellerkind. Ich glaube, früher war ich wirklich ein Kellerkind. Ich habe so viel mit Lego gespielt im Keller. Warum im Keller? Habt ihr irgendwie so ein Kellerraum oder was gab es, so einen Spielraum? Ja, also wir hatten eine Modelleisenbahn im Keller und da war auch so mein ganzes Lego. Ich glaube, also ich hatte tatsächlich viel Lego
Und ich glaube, dann wäre mein Zimmer einfach der falsche Ort gewesen, um da die ganze Lego-Welt aufzubauen. Ich hatte tatsächlich 3 Regentonnen voll mit Lego. Krass. Ja. Hast du die noch? Ja, habe ich noch. So, sollen wir mal zusammenschmeißen, weil meine Mutter hat nämlich jetzt beim Aufräumen auf dem Dachboden meine alte Lego-Kiste gefunden und die wird mir morgen rumgefahren, weil die kann natürlich nicht bei meinen Eltern stehen, die muss natürlich hier stehen. Ja, Stefan, die muss jetzt hier mal weg. Wir brauchen Also, den Platz. ja, Der das. Jacuzzi muss irgendwo Ja, hin. Kuzi. Also, wenn du mal Lust auf ein Lego-Playdate hast, sag's Bescheid, ne? Dann komme ich mit meiner Kiste vorbei. Vielleicht kann man das auch so virtual-mäßig machen. So virtuelles Lego. Ich finde, es gibt nichts gleichzeitig stressigeres und entspannteres als Lego-Modelle zu bauen, nach Anleitung. Ich habe mir, als ich in Berlin gelebt habe und im Legoland gearbeitet habe, habe ich mir natürlich, klar, auch viel Lego parallel gekauft, weil, weiß nicht, irgendwie gehört das dazu. Und ich hatte mir damals dieses Set mit dem Kino gekauft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt so eine Lego-Expert-Reihe, wo du verschiedene Häuser bauen kannst. Die kannst du auch wie so eine Häuserreihe, Zeile so nebeneinander stellen. Und da gibt es extra so Steckpunkte für. Und da gibt es halt so ein richtig schönes Eckgebäude, so ein Kino, richtig schön so mit Art Deco und so richtig großen Fenstern und mit so einer Markie draußen dran, wo du dann den Film dran schreiben kannst. Also richtig geil. Hab mir dann so einen ganzen Samstag dafür genommen, hab mir dann schön was zu essen gemacht und ein Bierchen dahingestellt. Und hab nach einer Stunde eigentlich schon keinen Bock mehr gehabt, weil so viele Einzelteile waren und so viele kleine Einersteine und Einerplatten, dass ich irgendwann einfach nicht mehr konnte. Da musste ich die Sachen aber auch erstmal für ein paar Minuten an der Seite legen, weil ich ein bisschen frustriert war. Und dann fängt man natürlich an zu organisieren. Dann machst du da verschiedene Stapel, entweder in Farben sortiert oder in Größen sortiert. Und das war schon wirklich echt ein Tagesprojekt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber du als Fachmann musst ja eigentlich auch wissen, wofür Lego steht als Name, oder? Weiß ich wohl, ja. Weißt du es denn? Erzähl doch mal. Du weißt es auch, Weißt du es oder? wirklich? Ich weiß es wirklich, ja. Also, soweit ich das weiß, steht das für Spielgut. Genau, richtig, weil das dänische Spielgut heißt Læggud oder Læggrud oder Rud oder ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Und das haben die einfach nur zusammengesetzt und deswegen heißt Lego Spielgut, mein Freund. So ist es. Und wie ist der Leitsatz von Lego? Weißt du das auch? Auf die Steine fertig los. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht nachher irgendwie ein Schreiben kriegen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber Lego hat so eine laufende Ja, Anwalt, die die haben schaffen, die gerade. sind ganz gut im Abmahnen. Wahrscheinlich werden wir es abgemahnt, weil wir die in Verruf bringen und sagen, die mahnen so viel ab. Werden wir eigentlich abgemahnt, wenn wir sagen, dass sie viel abmahnen? Ich glaube nicht, oder? Ja, das meine ich ja gerade. Die. Da habe ich mitgekriegt, irgendwie der Held der Steine oder so ist so ein YouTuber, der ziemlich viel, wie soll ich sagen, also so richtig mal schön mit dem Knie über den Legostein gezogen wurde. So, ja, barfuß drüber gelaufen. Ja. Ja, ich glaube, das Problem ist ja, Lego hält sich ja auch erstmal an dem Markennamen natürlich fest und an dem Lego-Bausteinsystem. Aber das Patent ist ja schon vor Ist einigen Jahren ausgelaufen jetzt, ja. genau richtig. Das heißt also, das Patent ist frei und jeder kann es benutzen. Dementsprechend gibt es auch viele Nachahmer, die halt andere Produkte zu auch anderen Preisen anbieten. Und da fand das, glaube ich, Lego nicht so gut, dass man dann andere Marken als Lego-Steine bezeichnet hat. Das war, glaube ich, der Aufhänger der ganzen Sache. Gut, kann man jetzt drüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, seine Fans damit irgendwie kaputt zu machen. Aber um auf den Leitsatz von Lego eigentlich zurückzukommen, der Leitsatz von, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Gründer heißt, irgendwas mit Andersen am Ende. Nur das Beste ist gut genug. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil in Malaysia hatten wir nämlich das aus Legostein natürlich groß an einem Eingangstor an der Wand geklebt. Nur das Beste ist gut genug. Es Ja. könnte aber, kann auch für Lindschokolade, kann eigentlich für Es alles sein, ne? könnte auch sein, dafür stehe ich mit meinem Namen. Also. Ja. Hip, hip, hurra. Hepepura. Ja. Ich muss. Seidenbacher. Seitenbach. Wusstest du, dass der die selber einspricht, die Werbung? Ja, natürlich, das ist ja der Witz an der Sache und hat dafür auch Ja. tatsächlich Preise bekommen. Aber Natürlich. das ist. Ich meine, Echt gut, Kalle. wenn ich das jetzt erzähle, das wurde in anderen viel größeren Podcasts auch schon tausendmal durchgekaut, aber dass es Leute gibt, die einem das noch sagen. So, ey, Fun Fact, der spricht das selber ein. Ja, Mann, wo warst du die letzten 10 Jahre? Also, Ja. klar, natürlich. So. Februar.
Monatsrückblick. Februar. Ich muss eingestehen, der Februar war nicht so spektakulär wie der Januar. Also es ist irgendwie schneller vorbei als der Januar, irgendwie so. Gut, der war auch 3 Tage kürzer. Darauf wollte ich hinaus. Ob das Auswirkungen hat. Weiß nicht, hast du irgendwas... Wer ruft denn hier die ganze Zeit? Hörst du das? Ich höre das. Ist nicht in unserer Aufnahme drin, aber ich höre hier die ganze Zeit jemanden hupen. Naja, egal. Hupen ist übrigens auch nur so ein deutsches Ding, ne? Als ich in England mit meinem Auto unterwegs war, jetzt habe ich es gehört. Das ist das vierte Mal jetzt schon. Warte mal, vielleicht muss ich meinen Rari mal eben von der Straße schieben. Ja, klar. In England hupt keiner auf der Straße. Wenn du da hupst, die gucken dich an, als ob du ein Verbrechen begangen hättest. In Wien ist es tatsächlich verboten. Also was erlaubt er sich denn da? Was, in Wien ist das verboten? Ja, du hast überall, wenn du nach Wien reinfährst, sind überall Hubverbotsschilder. Ach. Mhm. Woran liegt das? Ruhestörung oder? Keine Ahnung. Geil, Wien ist hupenverboten. Naja, müssen wir nicht weiter darüber reden. Ihr alle ein bisschen komisch hier. Machen wir bestimmt noch richtig Freunde hier. Darf ich noch eine kurze Wien-Anekdote erzählen? Ja, selbstverständlich. Ich habe ja Wien nur kennengelernt durch einen Prater, beziehungsweise andersrum, ich habe nur den Prater kennengelernt und dann sind wir wieder gefahren. Ich habe von Wien also nichts gesehen, außer beim Rein- und beim Rausfahren, was ich im Nachgang immer noch sehr schade finde, weil du wirst mir das wahrscheinlich bestätigen, Wien ist sicherlich ganz schön. Ja, nee, ist schön hier. Nein, Wien ist schon ganz nett, man muss es halt mögen, ne? Es ist halt, da ist ein altes Gebäude und da steht ein altes Gebäude und dahinter steht ein altes Gebäude und da steht noch ein altes Gebäude, so, also wenn du alte Gebäude magst, dann wirst du dich hier sehr wohlfühlen. Ich liebe alte Gebäude. Na, dann musst du dir, du musst aber hier schnickschnack, ja. runter. Was ich aber eigentlich erzählen wollte über den Prater, ich gehöre ja zu den, oder gehörte mal zu den Leuten, die so ganz intensiv gecountet haben. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was zum Teufel ein Count ist, es gibt so Seiten wie Coaster Count. Weitere fallen mir jetzt gerade nicht ein. Schön, dass du so eine Art Auflistung starten wolltest. Ja, dann beim Aufzählen ist mir eingefallen, es gibt nur eine. Es gibt wahrscheinlich noch andere. Also es gibt irgendwie auch entweder Counts oder Credits. Man kennt das unter verschiedenen Begrifflichkeiten. Heißt im Endeffekt, jeder fährt eine Achterbahn und zählt die als Count oder Credit und dann kann man damit angeben, wie viele Achterbahnen man gefahren ist. Ich wüsste jetzt meinen Count auch zum Beispiel nicht aus dem Kopf. Und es gab oder gibt Pi mal Daumen? Pi mal Daumen, vielleicht so 400 oder 500 irgendwie sowas um den Dreh. Ach doch, so viel, okay. Ja, ich weiß nicht, ob das viel ist. Also für einen Autonomalverbraucher ist das viel. Ich bin auch bei 460 oder sowas. Ja, durch England und Malaysia konnte ich mir natürlich wieder einige Counts auch abholen, die andere vielleicht dann nicht haben. Naja, anyway. Im Prater gab es oder gibt es eine Bahn, die Autobahn. Mhm. Gibt es die noch? Ja, gibt es noch. Die galt mal als Count. Ist aber eine Kinderbahn. So, ja. Folgendes Szenario. Wir mit mehreren Mann darunter haben uns dann alle von der Fahne abgeschrieben, weil das waren alles etwas größere, etwas kräftigere Leute. Und dann hat einer einfach mal gesagt, so hier, wie viel muss ich zahlen, damit ich hier fahren darf? Sag jetzt nicht, was er gezahlt hat und ich sage auch nicht, dass er es gezahlt hat, aber er hat diesen Count dann nachher bekommen. Ja, ich kenne, glaube ich, die Geschichte. Ich soweit. Als kleiner Hämpfling stehe daneben und die Frau guckt mich an, wollen Sie auch mitfahren? Ich so, ja. Sind Sie leichter als 60 Kilo? So, ja. Gut, 5 Euro. Und dann bin ich das Ding gefahren für einen recht schmalen, schlanken Fuß. Hat der sich geärgert. Er hatte auch aber keinen Spaß, ganz kurz, um halbwegs intransparent zu bleiben, war das jemand aus Düsseldorf? Ja. Liebe Grüße. Ja, dann kenne ich die Geschichte. Falls er zuhört, liebe Grüße. Ja, die Geschichte erzählt man sich heute noch im Prater. Da gibt es ein Foto irgendwo an der Anlage. Mit so einem goldenen Rahmen. Ja, ist total irrelevant, die Bahn so an sich. Ja, weil es ist halt eine sehr, 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 sehr alte Bahn. Achterbahn will ich es eigentlich gar nicht nennen. Und ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Geht halt einmal so in so einer Schleife runter. Fertig. Ja, das ist es, glaube ich, nämlich. Weil das war deswegen Count, weil man sich an der Definition aufgehangen hatte.
Es muss selbstständig eine Erhöhung erklimmen durch mechanische Hilfe, aber auch selbstständig den kompletten Track dann abfahren. Das gilt dann quasi als Achterbahn. Und das tut's ja auch. Es ist quasi eine Themenfahrt, eine Oldtimerfahrt, aber hat halt einen Lift am Anfang, weil die Dinger keine Motoren haben. Ich finde halt eigentlich, die Definition Achterbahn sollte man so noch abändern, dass es auch wieder durch die eigene Schwerkraft ein Stück hochfahren müsste. Weißt du, dass so, also es geht ja runter, hast du eine gewisse Geschwindigkeit und dann kannst du ja wieder hochfahren auf ein gewisses Level und dass das dann eigentlich erst eine Achterbahn ist, weil sonst ist ja, weiß ich nicht, was wäre denn noch alles? Naja, alles, was nur hochfahren würde und dann runterrollen würde. Zum Beispiel. Naja, und dann aber auch wieder, also nicht, also, na, du wirst halt mechanisch hochgezogen über den Lift. Genau, musst durch die Schwerkraft bergab die Strecke schaffen. So ist, genau, aber so, dass auf der Strecke wieder ein Stück bergauf gehen muss. Und dann ist es in meinen Augen erst eine Achterbahn. Da, also ja, da kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten. Butterflies, ja, glaube ich, dann ja immer los. Noch ein Count, oder? Ja, also das ist auch diese sogenannte Grauzone. Kam das nochmal her? Das mit den Butterflies ist doch eigentlich auch nur ein Gag gewesen, oder? Keine Ahnung. Ich kann mich nur so dunkel. Ach, war das nicht mal damals mit No Limits, als No Limits 2 rauskam? Haben die einen drin gehabt? Weiß nicht, vielleicht als April-Scherz. Ja, die hatten das, glaube ich, mal als April-Scherz irgendwie drin gehabt. Dann hat sich das, glaube ich, irgendwie verselbstständigt. Verflüchtigt. Also, ich kann mir vorstellen, es gibt zwei Leute, die mir nach dieser Folge definitiv über Instagram eine Nachricht schreiben werden. Ich bitte um Aufklärung hier an dieser Position. Danke. Guti Knudi, Monatsrückblick. Was sagt dein Zettel? Ja. Mein Zettel, dein digitaler, besteht aus meinem Mobiltelefon. Ich schau da mal rein. Also, eine Sache, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber die mir so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist. Joe Rogan. Kann es sein. Alter, ja. Okay. Okay, das kannst du nachher gerne noch erzählen. Ist diese Sydney Luna Park Geschichte. Ist doch Sydney, ne? Melbourne? Sydney? Pisham Road 42, Sydney. Luna Park bekommt eine ganz, ganz krasse Erweiterung mit einem kleinen Gerstlauer Coaster, ein paar Zamperda, Flat Rides und einem Intermin Coaster, der ähnlich, Rail Coaster. Genau, ähnlich ist sozusagen wie von Rocky Mountain Construction der Raptor Track. Jetzt überlege ich nur gerade, habe ich das schon im letzten Podcast erzählt? Darüber hatten wir schon mal gesprochen, ja. Okay, dann machen wir einfach weiter im Text. Der Februar ist der Monat der vielen Testfahrten. So bin ich über einige Einträge gestolpert von verschiedenen Achterbahnen auf der ganzen Welt, die ihren Fahrbetrieb erstmalig oder wieder aufgenommen haben, denn da wohl gelegentlich der Fahrbetrieb bereits im letzten Jahr aufgenommen wurde, dann jedoch durch die Corona-Pandemie wieder eingestellt und verzögert war und so. Also, pass auf, Bahnen, die angefangen haben zu testen, ist zum Beispiel in Ferrari World, Dings hier, Rossa, wie heißt das Ding? Ferrari, Mission Ferrari, der Dynamic Attractions SFX Coaster. Ja, das nähert sich langsam einer Eröffnung, ne? Entschuldigung, ich weiß, wie lange die da schon dran rumbasteln, ne? Liebe Grüße an Sven. So, dann ist der Taron-Klon in den Testbetrieb gegangen. Also es ist nicht ein exakter Taron-Klon, aber ein, ich sag mal, zu 95% Taron-Klon, nämlich All Speeds in Sunakland, Chengdu, hat angefangen zu testen. Gibt es ein Video von. Dann weiß ich nicht genau, ich glaube, es sind aber auch die ersten Testfahrten aus Energylandia, der Abyssus. Junge. Abyssus, Junge, was geht? Nee, Koma, ja. Hilfe, Koma, Vogelmann. Warum lachst du? Was? Habibi, was los? Warum lachst du, ja? Jetzt hör Sag auf, mir. Mann, hör auf. Sag mir, was ist dein Problem? Wir verlieren unsere Credibility. Ja, du und dein Credibility, ja, gehen mir am vorbei. Ja. Also, und hat übrigens auch wurde getestet in Energylandia der 18. Vekoma Junior Boomerang, der dort gebaut wurde. Die haben ja irgendwie, ich glaube, na gut, zwei oder drei haben sie jetzt da. Ich blicke da nicht mehr so ganz durch. Die haben drei Bahnen, ne? Den Abyssus, den Mindtrain und den Boomerang da. Genau, aber von dem Boomerang haben sie ja mindestens zwei Anlagen in verschiedenen Layout-Varianten. Schon im Park?
Ja, ja. Ach, krass. Ach, wusste ich gar nicht. Ich habe mich mit Energyland ja nicht so krass auseinandergesetzt. Ja, das ist so, wie wenn du halt bei McDonald's die Palette einmal rauf und runter bestellst und denkst, ja, jetzt habe ich alles, jetzt muss ich, ja, komm, nehme ich noch ein Big Mac. Ja, komm, ein noch. Ja. Haben Sie einen Gutschein dafür? Ja, genau, 2 für einen. Ich erwarte, na egal. Dann eine Bahn, die ich sehr, sehr gerne mal fahren möchte, wo ich nicht weiß, ob du sie schon mal gefahren bist, aber ist der Big Apple Coaster im New York, New York Hotel in Vegas. Ja, ich habe nur Schlechtes in Erinnerung. Bist du mitgefahren? Bin ich mitgefahren damals, ja. Laber nicht. Ja, erzähl, wie war. Tat weh. Tat weh. War nicht gut. War nicht. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war meine allererste Vegas-Erfahrung. Also ich war nur einmal in Vegas. 2000 war das. Und ich gerade mit meinen frischen 15 Jahren, geil, große Achterbahn, drauf. Okay. Ja, gefühlte 80 Grad, 0% okay. Luftfeuchtigkeit, wir fahren hoch. Mhm. Es zieht ein Sturm auf, Sand, Gewitter, ja, kurz mal Pause gemacht auf dem Lift. Da dachte ich mir so, ach Quatsch. Ja, die haben die Bahn kurz angehalten, um zu gucken, ob der Sturm jetzt über Vegas zieht oder nicht. Und ich, keine Ahnung, 5 Minuten später haben sie dann wieder Gas gegeben und dann sind wir da diesen Track lang gedümpelt und ich muss sagen, es ist wirklich keine schöne Bahn. Das Casino ist mega geil, aber die Bahn ist furchtbar. Also ich habe nur noch Schläge und also nur Schläge in Erinnerung. Okay, du hast dich aber nicht schlecht mit deinem Nachbarn da verstanden, mit dem du da drin gesessen hast. Nee, der hat mich nicht geschlagen, nee, nee. Okay. Der war total, total gehypt, der war so ein richtiger Amerikaner und so, wuh, yeah! Nicht so. Au, ja. Au, au. Ja, ja, der zarte Deutsche. Ey, aber da habe ich auch eine lustige Geschichte. Ich war in Knott's Berry Farm und bin den Ghost Rider gefahren und stand da halt an. Ich war alleine im Park, weil ich da für ein Videoprojekt war und habe halt gesagt, so komm, ich will die Bahn auf jeden Fall fahren, bin dann abends da nochmal hin. Und habe dann auch in der Warteschlange mit so einem Amerikaner so ein Smalltalk angefangen. Mich auch so ganz gut mit ihm unterhalten. Der war auch alleine da und es war auch eine Wartezeit von gut einer Stunde. Das heißt, das hat uns beiden ganz gut getan, dass wir uns einfach so ein bisschen unterhalten. Und er war schon so der coole, lässige Dude, ja. Und dann waren wir halt endlich dran, sind eingestiegen in den Zug, Bügel zu, abgefertigt und los geht's. Dann nimmt der Zug erstmal um so eine Kurve in den Lifthill rein, immer noch alles lässig und cool, fahren oben über den Lift rüber und ab da, wo der Zug so richtig Schwung aufnimmt, schreit der Typ wie ein Mädchen, wirklich, wie ein, also jetzt, ne, ist es nicht schlimm, also, aber für einen Typen, dass er wie ein Mädchen schreibt, das fand ich schon ziemlich heftig. Und hat sich an mir festgeklammert. Ich hatte beide Arme so hochgerissen, ja, und er hat einen Arm von mir genommen und sich so da drum geklammert und geschrien und sich an mich rangedrückt, ja, und so in der Schlussbremse so, wow, man, that was awesome, yeah! Das, was stimmt denn gerade nicht? Der ist so komplett eskaliert in diesen anderthalb Minuten Fahrzeit und in der Bremse war er wieder so, oh, we've got to do it again, man, yeah. Du hast gesagt, nee, mein Arm tut weh, tut mir leid, ich muss gehen. Ja, ne. Ach, ja, aber da sieht man ja auch mal wieder, wie unterschiedlich Kulturen sind, ne? Das ist so, also die Amerikaner, die gehen ja wirklich auf alles richtig ab. Ich kann mich noch daran erinnern, in Malaysia, was genau andersrum, die waren sehr zurückhaltend, die haben selten bis nie geschrien. Und die haben auch keine Attraktion besucht, von dem die nicht wussten, was drin ist. Im Legoland gibt es ja diesen Interactive Dark Ride, den gibt es ja auch fast standardmäßig in jedem Legoland. Und ja, das ist ja halt von außen einfach nur so ein bisschen assi. Ninjago oder welchen? Ja gut, mittlerweile Ninjago. Früher war es ja dieses Tomb Blaster Pharao Dings. Ja. Egyptian Themed Ride. Und das sieht halt auch von außen so ein bisschen ägyptisch aus, aber es ist halt dunkel im Eingangsbereich. Und da sind die Leute nie reingegangen. Ja. Und das fand ich auch irgendwie interessant. Oder Wasserbahn haben die auch gemieden. Wo ich mir dachte, Leute, es ist über 30 Grad, ich würde den ganzen Tag nur auf der Wasserbahn sitzen. Ja, oder schwimmen in der Wasserbahn. Ja gut, aber hat das eigentlich schon mal jemand gemacht? Schwimmen in der Wasserbahn? Ja. Keine Ahnung. Unfreiwillig bestimmt, ja. Ich hab du? Ja, ich bin ins Bermuda-Dreieck mal geplumpst, als Mitarbeiter. Richtig, wo habe ich das denn neulich gehört? Ich war zu Gast bei Airtimers im Podcast. Ah, dann habe ich da gehört. Hashtag unbezahlte Werbung. Nee, da war ich richtig schlau, da bin ich tatsächlich als Mitarbeiter im Unloading, also da, wo die Besucher aus den Booten aussteigen im Bermuda-Dreieck,
habe ich gerade die Gäste verabschiedet, bin rückwärts gelaufen und habe nicht darauf geachtet, wie weit ich rückwärts laufe und bin dann einfach mal in den Kanal gefallen. Aber es, ja, es ist zum Glück nichts passiert, aber ich war halt, da war halt Hochsommer, die Q-Line war voll, das haben alle gesehen, das hat zur Belustigung beigetragen, sagen wir mal so. Ah ja. Aber ich bin, das Also genau, aber Ich wollte nur sagen, also als Mitarbeiter, als Aushilfe, als Stundenkraft, stell mich bitte nicht mehr ein, ich bin absolutes Sicherheitsrisiko, was das angeht. Das klingt danach, ja. Aber um auf das Thema Vegas zurückzukommen, yes. Die Bahn hat jetzt mittlerweile eröffnet, sie hat ja nicht so ganz so erfolgreiche Testfahrten zu Beginn gehabt, weil neue Züge draufgeschraubt wurden, diesmal dann auch ohne Überkopfbügel, aber ich glaube zwischendurch sind die, ich glaube, das dritte Paar neue Züge, was die Bahn mittlerweile aber hat. Hol mich mal bitte ab, was war da passiert? Das Ding ist ja einmal entgleist. Ja, nee, ist nicht entgleist. Was genau passiert ist, weiß ich nicht. Auf Bildern war halt einfach zu sehen, dass ein Fahrwerk abgerissen ist auf der ersten Auffahrt, also sprich auf dem Lifthill, und das Treppengeländer extrem verbogen ist, weil der Lift hat natürlich eine gewisse Kraft, um den Zug hochzuziehen, und da wird halt irgendwie was schiefgelaufen sein. Und dann wird er den womöglich noch ein bisschen weitergezogen haben und dabei das Geländer und ich glaube sogar den Track ein bisschen verbogen haben. Also haben auf jeden Fall, war halt auf jeden Fall eine gesunde Kaltverformung, die da stattgefunden hat. Woraufhin dann erstmal die Testfahrten unterbrochen wurden oder werden mussten. Ja, also es ist nicht ganz so gut gelaufen. Aber jetzt scheinen die den Fehler gefunden und ausgebessert zu haben und ist jetzt sogar geöffnet worden. Also wieder geöffnet worden mit den neuen Zügen und ist im normalen Betrieb in Vegas. Nach wie vor eine Bahn, ich finde sie optisch total beeindruckend und ich würde wirklich sehr gerne mal mitfahren. Auch wenn ich bisher nicht so viel Positives davon gehört habe. Bleiben wir beim in etwa gleichen Zugmodell. Und zwar hat nämlich auch der Icebreaker in Orlando seine erste Testfahrt abgeschlossen in SeaWorld Orlando. Das ist quasi das, womit sie, naja, was heißt wettern wollen, aber ich finde es ja immer noch witzig, Universal Studios baut halt den Velocicoaster, der ich immer noch total abfeiere. Wobei ich finde jetzt auf den Testfahrten sieht es ein bisschen langsam aus dem ersten Part. Muss man mal gucken, ob sich da noch was verändert. Und SeaWorld sagt, ja, wir bauen übrigens auch so einen Loungecoaster hier. Hallo, beachtet uns. Ja, ja. Und also, ist gut, ich setz dich wieder hin. Ein gutes Thema mal zum Reingrätschen. Wie stehst du eigentlich zu den SeaWorld-Parks? Wie stehe ich zu den SeaWorld-Parks? Also grundsätzlich kann man das eigentlich nicht gut finden, was da passiert. Ich habe die Parks das erste Mal besucht, als ich noch nicht diese Meinung hatte. Und da war das Gasterlebnis schon in Ordnung und cool, was ich schon immer irgendwie merkwürdig fand, ist so, dass sie dann halt so extra so Fischrestaurants haben, wo du dann ganz tolle, besondere Fischkreationen kriegst. Und ich denke so, ah, Moment, also das ist ja eigentlich ein also als würdest du halt im Zoo gehen und da dann auch irgendwie Flamingo essen können, ja. Fände ich halt auch irgendwie, oder Elefant, ja, fände ich auch irgendwie merkwürdig. Und ich glaube halt, so tierhaltungstechnisch ist es sicherlich nicht optimal, im Gegenteil. Lustigerweise habe ich gestern bei LinkedIn was gerepostet von einem, in Anführungszeichen, Wasserpark, das ist aber auch so eine Institution, die alles mit Screens machen, also sind halt keine Tiere mehr da, sondern das wird halt alles nur so animiert, es sieht dann aus, als würde es an einem Haifischbecken vorbeigehen und da schwimmen dann auch die Haie, aber es sind halt nur animierte Haie und es interagiert dadurch aber, also es wird halt interaktiver, weil sie so Effekte reingemacht haben, wie zum Beispiel, wenn du am Glas stehen bleibst und so da drauf tippst, dass der Hai dann auch angeschwommen kommt und gegen die Scheibe so gegen ballert. Ja, ballert, das ballert, Junge, richtig. Junge, mal richtig geballert. Ja. Warum sind wir heute so? So sind wir sonst nie. Ich weiß es nicht. Oh. Ich weiß es nicht. Aber ich finde, jetzt mal, wenn ich jetzt den Tieraspekt jetzt mal bei SeaWorld runternehme, wo ich absolut bei dir bin, haltungstechnisch sehr fragwürdig, Delfine und Wale und so große Säugetiere, Meeressäugetiere irgendwie so zu halten, finde ich echt schwierig. Ich meine, ich finde es gut, dass in Europa da jetzt so ein Umdenken stattgefunden hat. Also es gibt ja kaum noch Delfinarien. Der Heidepark hat ja sein Delfinarium damals auch aufgelöst. Da steht ja jetzt die Krake. Ich glaube, das einzige Delfinarium oder die einzigen Delfinarien, die es noch gibt, sind in Duisburg, einmal hier bei mir nebenan. Und ich glaube, Nürnberg, irgend so im Süden, die haben auch noch Delfine. Und sonst ist es schon sehr
rückgebaut. Vom Park Point of View finde ich die Parks nicht so gut. Also ich finde diese SeaWorld Parks, die versuchen immer mit Hängen und Würgen irgendwie diese Kombination zwischen Tierpark und Freizeitpark zu machen. Und das gelingt denen manchmal. Also jetzt Kraken zum Beispiel ist eine geile Bahn. Bin ich jetzt leider noch nie gefahren, aber das, was ich so sehe und was man so mitbekommt, ist eine gute, stabile Bahn. Und da haben sie diesen Cut auch geschafft, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Bahn, die heißt wie ein Tier, aber steht jetzt da und ist cool. Aber dann so Attraktionen zu haben, wie diesen Pinguin Explorer, den sie jetzt zum Beispiel haben. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist ja... Oh, ich hasse das Teil. Das ist einfach sinnlos. Es ist einfach eine verschwendete Fahrtzeit, eine verschwendete Technologie für diesen kleinen Revealing-Moment. Ah, jetzt stehst du vor dem Pinguin-Gehege. Ja, das ist gut inszeniert, aber das ist eine Attraktion, die deutlich mehr kann. Und das ist dann total so... Ja, also verschenktes Potenzial an der Stelle. Was ich halt an dem Ride ganz besonders irgendwie schade finde, ist, du bist damit auch noch nicht gefahren, nee. Oder? Okay. Mhm. Du steigst halt ein in diese, ich glaube von ETF oder so eine Dark Ride systemmäßige Gondel, die dann so frei umher dümpelt und die fährt von Raum zu Raum, mehr oder weniger durch Rolltore dann so getrennt und du wirst immer ein bisschen weiter runtergekühlt, ja? Und am Ende, wenn du dann letztendlich bei dem Pinguin ankommst, ist dir so kalt, du steigst zwar dann auch aus an einer anderen Stelle, als das Loading quasi ist. Und die meisten Leute rennen eigentlich dann nur noch wieder raus ins Warme, weil die sich einen abfrieren. Du kannst da zwar noch verweilen und halt ne, Pinguine gucken, was auch tatsächlich ganz lustig ist und so. Ja, aber ich finde, ich weiß auch nicht, ob es halt einfach das falsche Format, das Tierformat ist, weil es halt nicht so greifbar ist. Ich meine, Pinguine sind in einem Umfeld, das ist kalt, da hast nicht so Bock drauf. Fische und Wale und so sind im Wasser, da kannst du halt auch nicht mal eben so auf 1,20 Meter dran, weil du dann ja. Und genau, das ist halt schon schwierig, wo ich finde, was halt schon funktioniert, ist Manta, dieses Gefühl, als würde man als Roche so durch die Gegend sausen, so das finde ich, funktioniert schon ganz gut. Aber, und also was halt tiermäßig schon beeindruckend ist, wenn auch eben total umstritten sind, halt diese Orca-Shows da. Also das ist halt schon krass. Wenn also ja, und vor allem, die sind auch so typisch amerikanisiert mit Glitzer, Glamour, Special Effects und laute Musik und irgendwelchen Darstellungen. Also wenn man wenigstens hingehen würde und sagen würde, okay, das ist jetzt etwas Edukatives, man möchte die Tiere zeigen, damit man was über die Tiere lernt, damit man was mitnimmt. Aber das kommt ja gar nicht drin vor. Also es wird irgendwie eine Geschichte erzählt, wo vielleicht mal ein Orca drin vorkommt oder ein Wal oder ein anderes Tier. Aber die Tiere sind nur Darsteller der Show. Ja. Also ich finde, wie gesagt, ich finde halt auch die Qualität, die sie abliefern, es wirkt halt ähnlich jetzt auch wie mit dem Coaster, was du gerade gesagt hast. Die versuchen immer irgendwas zu erreichen, was sie vielleicht gar nicht sind. Und deswegen weiß ich gar nicht, vielleicht sollten die sich mal eine ganz andere Richtung überlegen. Also der Coaster an sich, wenn du SeaWorld als Park separat betrachtest, finde ich, passt ja schon ins Line-Up, weil die haben halt kein Zwischending. Die haben halt eine Kinderachterbahn, dann die Wasserachterbahn, die ich jetzt aber mal außen vor lasse, diesen Mack Water Coaster. Und dann ist im Grunde die nächst kleinere oder nächstgrößere Achterbahn, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, Kraken und Manta. So, und da ist halt ein riesen Gap dazwischen in der Zielgruppe, ne? Und ich glaube, das versuchen sie mit dem Icebreaker so ein bisschen zu schließen, dass du halt auch so in der, ne, diese noch nicht so achterbahnaffinen Leute trotzdem so einen Zugang dazu bekommen und danach dann vielleicht sich trauen, mit Kraken zu fahren, dass es in diese Richtung geht. Also so separat betrachtet für den Park an sich passt die Anlage schon, aber wenn du es natürlich in den gesamten Orlando-Kosmos reinziehst, dann fasst man sich an den Kopf, aber wie dem auch sei. Was wollte ich denn noch gerade sagen? SeaWorld, ach so, genau, was mich mal extrem krass beeindruckt hat und nachdenklich gemacht hat, ist, ich war im Shimlong Paradise in, ja, Shimlong wahrscheinlich, irgendwo halt auch in China. Mhm. Und die haben eine Themenfahrt, das ist so wie die Geister-Rikscha, ja, oder wo du mit so einer Gondel durchfährst, die sich dann immer dreht, dass du in die richtigen Kulissen reinschaust, in die richtigen Blickwinkel, die richtigen Perspektiven sozusagen hast. Oder wie der, jetzt erinnere ich mich wieder an unser Quiz mit dem Dinosaurier-Tante-Dings da. Madame Freudenreich. Ja. Ja. Dessen Gondeln nicht grün sind.
Ich wiederhole mich nur ungern. Nein, du kannst einfach nicht verlieren, Julian. Das ist das Problem. Gut, also wie auch immer, es geht sich um dieses Ride-System. Und an einer Stelle fährst du, was man auch von Sea Lives kennt, durch so eine Acrylröhre, wo um dich herum überall Wasser ist, also durch so einen Tunnel, durch das Aquarium durch. Du wirst so ein bisschen zur Seite gedreht und so geneigt, dass du ein bisschen, also tatsächlich drin liegst in dem Wagen und nach oben guckst. Und dann schwamm über mir was ziemlich, ziemlich Großes. Und ich dachte so, krass, das ist ja geil gemacht. Wie haben sie das denn hingekriegt? Irgendwie haben sie das mit Schatten gemacht, irgendwelche Lichtreflexe, die sich da so brechen und so, ne? Du hast gar nicht gedacht, das wäre Das. echt. Nein. Krass. Weißt du, was das war? Was war's? Das waren zwei Walhaie. Oder Mega. Haiwale, wie heißen die? Walhaie? Walhaie. Ja. Alter. Du kannst nämlich danach. Oder es gibt dann noch so einen Fußweg durch diese Aquariumlandschaft und die haben halt auch irgendwie die größte Acrylscheibe der Welt und das größte Becken und so Ja. weiter und so fort. Und dann stehst du da als kleiner Mensch vor dieser Riesenscheibe und siehst halt, wie diese Walhaie an dir vorbeischwimmen und denkst so, ja, also es ist schon derbe krass beeindruckend, aber irgendwie gehören die hier auch nicht hin. Ja, das ist doch komisch, oder? Also ich meine, gut, ich habe jetzt auch jahrelang im Aquarium selbst gearbeitet. Dann hat man natürlich nochmal erstmal eine ganz andere Beziehung zu dem Thema. Und gucke mir natürlich auch dann gerne andere Aquarien an. In Singapur gibt es ja das Safari, nein, wie heißt das? River Safari. Das ist dann quasi das ja, Großaquarium, wo dann aber auch andere Wassertiere zu sehen sind. Und am Ende hatten die ein riesengroßes Becken voll mit Seekühen. Mit diesen Manatees oder wie man die dann auch nennt. Ich Mega hab da beeindruckend, gehört. diese klopsigen dicken Dinger da rumschwimmen zu sehen, total Ja. friedfertig. Oder auch in Osaka, als wir da vor 2 Jahren waren im Aquarium, die hatten da auch Walhaie. Also mir ist die Kinnlade richtig runtergefallen. Und dann denkt man sich, boah, das ist so faszinierend. Aber auf der anderen Seite, aber auch irgendwie nicht richtig. Also das ist so ein Gefühl, das kann ich mit mir selber noch nicht so ganz vereinbaren. Vielleicht muss sich das noch ein bisschen entwickeln bei uns, bis wir das also halt so eine die Position halt wirklich so komplett vertreten. Weil ja, es ist halt so Zwiespalt. Irgendwie krass, dass man das mal sehen kann, weil wann hast Ja, du die Chance? genau. Aber halt zu welchem Preis? Ne? Genau. Das ist halt so echt der Punkt. Das ist, Naja. also, wobei es natürlich wahrscheinlich noch beeindruckender ist, wenn man selber im Wasser ist und man schwimmt an einem Walhai vorbei. Das ist wahrscheinlich dann noch eine Spur krasser. Sagt der Thunfisch zum Walfisch, was soll ich tun, Fisch? Sagt der Thunfisch, du hast die Walfisch. Sagt der Thunfisch zum Walfisch? Nee, der Walfisch sagt dann zum Thunfisch, du hast die Walfisch. So. Okay, gut. Also, wie dem auch sei. SeaWorld hat ja auch noch einen anderen Park in San Diego. Und in San Diego ist Imperial gebaut worden, ein B&M Dive Machine, die auch Testfahrten. Ich weiß halt nie, ob es wieder angefangen hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es da Testfahrten von zu sehen. Auch eine coole Anlage. Pass auf, ich habe noch drei weitere Anlagen, die getestet haben. Pass auf. Ich habe ja gesagt, Februar ist der Monat, in dem richtig schön getestet wurde. Da Ordentlich was wurden die weggetestet wird. Züge richtig schön über die Schiene geschoben und gemacht und getan. Nigloland hat ja auch einen Mack Water Coaster bekommen. Auch dieser hat angefangen zu testen. Was denn? Entschuldigung, aber Was denn? ich finde es gut, dass das Nigloland sich so gut entwickelt. Auch immer noch ein Park, den ich leider noch nie besucht habe. Und ich denke, die haben echt ein paar gute Perlen im Park, die ich unbedingt mal fahren möchte. Unter anderem die Geisterbahn, die sie da haben. Aber das ist dieser Campus Ride, ne? Der Watercoaster, den sie jetzt Genau. bauen. Das ist leider natürlich so ein Ding, wo man sieht, man hat in den Visuals mehr investiert als im tatsächlichen Bau. Also wenn man das so ein Naja, bisschen oder sieht, halt. also es ist halt nicht so bildgewaltig, wenn man davor steht, aber es ist immer noch eine schöne Anlage. Ne? Also das möchte ich jetzt hier nicht kaputt reden, aber dieser Felsen, der dann auf den Visuals so riesig ist und so böse aussieht und dann wahrscheinlich auch aus Budgetgründen, was man ja den Leuten dann noch nicht mal vorwerfen kann, anders gebaut wurde als vielleicht geplant. Ja, aber wenn du es darauf mal runterbrichst, also ich glaube halt, so eine Anlage ist halt grundsätzlich schwierig zu gestalten, weil du, wenn du das im Verhältnis mit einem künstlichen Berg setzen willst, auch da wieder Shine Long Paradise hat das extrem krass gemacht. Das ist nämlich diese Anlage, wo von Mack der Supersplash ist, der an diesem Walross
Dieses übergroße Walross, hast du vielleicht schon mal Ja, gesehen, genau. die Anlage ist das, die bin ich schon mal gefahren. Und die haben auch noch einen Mack Water Coaster, der wiederum ganz cool ist, weil du da auch durch die verschiedenen Gehege durchschipperst und dann Wollte halt ich gerade irgendwelche sagen. Viecher siehst. Ja, das habe ich mal an Online von gesehen. Da fährt man quasi wirklich mitten durch die Gehege durch, ne? Schlechte Verbindung. Ach, da ist er wieder. Guten Tag. Ja, das hast du mal. Ich habe nur gesagt, ich habe einen Onride davon mal gesehen und da fährt man richtig mitten durch, ne? Ja. Cool. Das ist ganz cool gemacht wiederum, muss ich sagen. Sowas bei SeaWorld. Aber haben wir ja nicht. Gut, was auch nicht schlimm ist. Vorletzte Anlage. Der Space Cruiser, der auf dieses Schiff geht, der Global Dream Cruise Liner. Ja, da sind ein paar Ist das Schiff Leute auch so? jetzt mit Probe gefahren, ne? Ja. Steht ja tatsächlich auch bei mir in meiner eigentlichen Heimat in der Nähe. Also von Hamburg ist nicht so weit, ich glaube 1,5 Stunden von da. Habe ich nämlich auch mal mit Maurer gesprochen, ob ich da nicht auch mal eine Runde mit drehen kann. Gucken, ob ich da noch zukomme. Und zu guter Letzt Lightning Rod, ein Dollywood, hat ja auch ein kleines Track-Update bekommen in gewissen Bereichen. Der Launch ist quasi neu gemacht worden und ich glaube, zwei, drei andere Bereiche vom Track wurden refurbished. Hat auch Testfahrten aufgenommen und läuft jetzt hoffentlich ein bisschen zuverlässiger, weil das war wohl das Problem bisher in der Anlage, dass der Launch insbesondere viele Probleme mit sich gebracht hat und deswegen sehr viel Downtime mit der Anlage verbunden war, was halt schade ist, weil es, glaube ich, ziemlich grundsätzlich eine sehr spektakuläre Achterbahn ist. Das ist doch, Lightning Rod ist doch quasi, wo man den Lift Hill als Launch umgebaut hat, ne? Oder beziehungsweise so gebaut hat. Genau, also es ist halt ähnlich wie bei Hulk zum Beispiel in Islands of Adventure, hast du halt nicht einen waagerechten, eine mehr oder weniger waagerechte Schiene, auf der du abgeschossen wirst, sondern eine gerade, die bergauf geht, sozusagen. Ja. Genau. Würde ich auch sehr gerne mal mitfahren, bin ich noch nicht gewesen. Ah, Dollywood ist bei mir Dollywood soll auch auch noch. grundsätzlich sehr schön sein. Ja. Also der Park. Ja, da bin ich auch, also da möchte ich gerne hin. Die haben echt auch Ja, ein paar sollen wir gute mal machen. Sachen da. Ja, mal so eine Pass auf. Vacation vielleicht in Amerika. Ja, eine Vacation, ja. Jetzt rede ich schon so viel die ganze Zeit und ich mache direkt mal weiter. Und zwar, wir haben ja eine Spotify-Liste, die wir nicht vergessen dürfen zu befüllen. Oh, ach ja, stimmt, da war ja was. Fällt mir ein. Und ich habe, oh mein Gott, ich hab das letzte Quiz gar nicht aufgelöst. Ich hab doch einen Song draufgesetzt, den es zu erraten galt. Rot verdumme. Ja, in dem Sinn würde ich gerne auf die Liste setzen. Ciao, ciao, Italia. Wobei ich glaube, die meinen ciao, ciao eher mit Hallo und nicht mit, ja, Bundesgarten, ciao. Ist das schon drauf? Nee, ne? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ich bin so schlecht vorbereitet heute. Ist noch nicht drauf, packen wir drauf. Okay. Und meinen Wunsch, den äußere ich gleich. Oh, so richtig, richtig schlecht heute. Okay. Tut's wirklich leid, das ist leider echt eine katastrophale Folge. Ich hoffe, wir werden Ich kann auch jetzt Gitarre spielen, habe ich das Gefühl. Nee, wir sind noch lange nicht fertig. Okay, hast du noch Punkte? Ansonsten hätte ich jetzt vielleicht noch auch ein paar Sachen. Mach du mal weiter. Ich habe noch ein paar, aber ich will jetzt hier auch nicht komplett das Ruder übernehmen. Ruder übernehmen. Übernehmen, nicht Was übergeben. macht eigentlich unser Werner Park? Läuft, da bin ich dran. Bist du dran? Okay. Was habe ich aufgeschrieben? Ich habe eigentlich nur eher so kleine Stories und zwar einmal, es gab das Announcement, dass es einen zweiten Freizeitpark geben wird am Legoland Florida Resort. Und zwar einen Peppa Ach, Pig jo. Park. Peppa Pig Park. Gut, dass ich hier so einen Plopschutz auf dem Mikrofon drauf habe. Der Peppa Pig Park wird neben dem Legoland Florida entstehen und soll 2022 eröffnen, ist ein Teil der Merlin-Expansionsstrategie, weil Merlin möchte ja wieder weiter mehr Parks eröffnen anstelle von Indoor-Attraktionen, weil gerade in Florida bietet sich das natürlich auch an.
obwohl da natürlich die Konkurrenz eher größer als kleiner ist. Was hier aber spannend ist, ja. Ich finde nämlich das Lizenzvertragliche im Hintergrund ganz spannend, weil ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen. Kann das sein? Ich habe so ein Déjà-vu. Weiß ich nicht. So über IPs PC. Haben wir schon mal gesprochen, oder? Ja, daran erinnere ich mich, weil egal, ich will das Thema jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ich glaube, du musst eine ganze Menge schneiden. Naja, also das Ding ist eigentlich nur, Merlin hat die Lizenzrechte für Peppa Pig erworben, dürfen damit im Endeffekt im Rahmen ihrer Tätigkeit alles tun und machen, wie sie wollen. Überall, nur nicht in England. Weil in England gibt es ja schon einen Park, der Peppa Pig für sich reserviert hat. Das ist Poulton's Park, ich glaube im Süden ist der, ne? Süden Englands irgendwo. Und die haben quasi die Exklusivrechte in England, ist auch eine englische Marke. Und Merlin darf jetzt aber überall anders Dinge damit aufbauen. Und Peppa Pig ist ja im Hansapark, sage ich schon, im Heidepark vor einiger Zeit eröffnet worden mit einem eigenen Themenbereich. Und jetzt gibt es bald einen eigenen Freizeitpark. Finde ich, ist ein guter Move. Ich habe mit der Marke nichts an der Füße, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Ist aber bei Kindern tatsächlich immer noch sehr beliebt. Und neben dem Legoland-Park bietet sich das, glaube ich, an, nochmal eine Familienattraktion zu eröffnen. Was ich halt krass fand, war die Mischung, ne? Also in der News-Anzeige, die ich lustigerweise auch gescreenshottet habe, weil ich sie an einen Kollegen weitergeleitet habe, weil ich das inhaltlich so lustig fand. Merlin's Entertainment has partnered with Hasbro. Ja, also erstmal Merlin Entertainment zusammen mit Hasbro, um den ersten Peppa Pig Theme Park at Legoland Florida Resort zu bauen. Was ist denn das jetzt alles für eine Kombination? Also Merlin, Hasbro, Legoland, Peppa Pig. Ja gut, wahrscheinlich hat Hasbro die... Das so wie so eine wie so eine Bowl, die man sich irgendwie bestellt. So, weißt du, wo auch irgendwie alles so drin ist. Ja, und jetzt wurde einmal umgerührt. Jetzt hast du den Salat. So. Ja, das ist aber wahrscheinlich irgendwie korrekt formuliert, aber macht keinen Sinn für den Leser. Weil Florida, weil Legoland Florida Resort, so heißt wahrscheinlich das komplette Gelände. Wahrscheinlich war auch mal irgendwie ein zweiter Legoland-Park oder so angedacht. Oder einen Waterpark haben die schon, ne? Den haben sie auch, glaube ich, auch eröffnet irgendwann. Also im Wasserpark-Game bin ich komplett raus. Da kann sie mich mitjagen. Dann Safari-Park Stuckenbrock macht auf. Trotz Corona. Und zwar machen die ihre Autosafari auf. Um wenigstens ein paar Besucher zu bekommen. Finde ich eine coole Idee. Möchte das jetzt nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder gegen oder für Corona, keine Ahnung. Aber ich finde es halt eine mutige Idee zu sagen, wir machen jetzt endlich mal was. Weil irgendwann sollte ja mal was passieren. Dann gibt es eine neue Eröffnung, die hat mich sehr, sehr gefreut. Und zwar hat vor, ich glaube, einem halben Jahr Area 15 aufgemacht. Das ist ein Entertainment-Komplex vor den Türen und Toren Las Vegas. Betrieben wird das Ganze von der Kreativgruppe Meow Wolf, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, die die ihre großartige Attraktion in Santa Fe haben. Und die haben jetzt ihre neueste, ja, man kann es eher Installation nennen, eröffnet, und zwar den Omega-Markt. Und das ist wie das Original in Santa Fe, das heißt House of Eternal Return. Eine komplett absurde Nummer. Du gehst in den Supermarkt rein mit Produkten, die es alles gar nicht gibt, die aber extra für diesen Megamart, Omega-Mart, kreiert wurden. Es gibt Mitarbeiter, die Dinge tun, wo keiner weiß, was sie dort zu tun haben. Und dann geht man ans Kühlregal zu den, keine Ahnung, zu den Getränken, macht das Kühlregal auf und geht da einfach rein. Und läuft dann irgendwo durch irgendwelche alternativen Dimensionen und Kunstinstallationen. Also wirklich wieder eine unglaublich witzige Nummer. Und die haben eine richtig geile erste Werbung dafür geschalten, online, mit, denkt man, Willie Nelson, dem Country-Sänger. Und es stellt sich aber am Ende heraus, dass es ein Deepfake ist. Ah, okay. Das ist richtig, richtig witzig und passt natürlich auch zum Konzept. Und macht mich natürlich noch heißer darauf, nach Amerika mal zu fahren, um diese ganzen Meowulf-Attraktionen zu machen. Im Laufe dieses Jahres macht, glaube ich, in Denver noch das nächste auf. Also dann haben die schon drei richtig große Dinger da stehen. Das erste ist doch, wo du auch durch einen Kühlschrank gehst, ne? Oder wo du in die Waschmaschine klettern kannst. Ja.
Also ja, ist absurd. Also man, wenn man das jetzt so hört und in den Kontext so haben, denkt man natürlich, wir werden jetzt hier richtig ballaballa. Aber wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann geht mal auf YouTube und googelt mal Meowwolf House of Eternal Return oder den Omega Mart. Das ist wirklich mindblowing. Das ist echt eine neue Art des Entertainments. Total. Also ich finde, ich verfolge das auch so ein bisschen nebenbei. Ich bin ja so jemand, der dann gerne mal den Überblick verliert, wie viel es davon letztendlich gibt und so, wenn da auch relativ viel von gepostet wird und so. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus, was die dort gemacht haben und ist eine sehr, sehr spannende neue Form von Entertainment-Experience. Ja. Ja, und vor allem spricht es nicht nur Kinder an, was ja in der Regel bei FECs üblich ist. Klar, es zielt auf Familien ab. Aber das sind halt auch Installationen, die man mal auf einen Erwachsenenlevel hochheben kann und auch darüber hinaus Angebote machen kann für Erwachsene. Also im Santa Fe haben die auch Konzerte und DJ-Sessions und Kunstausstellungen. Die machen aber auch Kinderworkshops, um Kunst zu lernen oder Kunst auszuüben, wie man auch immer das jetzt nennen möchte. Und das ist schon wirklich eine ganz andere, wie du schon sagst, eine ganz andere Form des Entertainments. Ja, dann habe ich noch eine Sache, eine neue Eröffnung, die dieses Jahr noch stattfinden wird. Und zwar Genting Skylands wird endlich eröffnen. Jo. Und Genting Skylands, ursprünglich Genting Highlands Theme Park, ursprünglich Gentings Highlands Fantasy Park, ursprünglich auch und mal geplant als 20th Century Fox Park. Und es gibt noch eine Indoor Genting irgendwas. Genau, also man muss dazu kurz einmal vielleicht den Hintergrund erzählen. Das Ganze spielt in Malaysia und es gibt eine sehr große malaiische Firma, die heißt Genting oder ich glaube sogar Genting Corporation. Und die betreiben Casinos und Immobilien in Malaysia. Witz an der ganzen Sache ist, es gibt keine richtige staatliche Spiellizenz, so wie das in Deutschland der Fall ist, dass man Casinos nur mit Lizenzen öffnen darf. Genting hat sich aber mit finanziell guten Argumenten so eine Lizenz ergaunert. Naja, ergaunert wäre jetzt übertrieben, aber erkauft. Und das war jahrelang und ist, glaube ich, immer noch das einzige offizielle Kino, Casino in Malaysia. Und das ist auch wirklich am Hintern der Welt. Das ist noch nicht mal irgendwo in Kuala Lumpur oder irgendwie im Süden in Johor, sondern es ist einfach mal also so nördlich, irgendwie anderthalb Stunden von Kuala Lumpur. Ja, das ist total weit weg. Und der Wahnsinn ist aber, die sind immer ausgebucht, die sind immer voll, weil gerade die chinesischen Besucher da sehr einfach, ja, gerne hinfahren, um jetzt keine diskriminierenden Vorurteile hier zu sagen, aber das ist einfach, fuck, die spielen halt gerne und das lockt natürlich dann einfach Touristen an, das ist ja auch voll gut, das ist ja auch, ich sag mal, das, was Malaysia jetzt seit Jahrzehnten auch stärker vorantreibt, sich mit dem Tourismus auseinanderzusetzen, um da auch entsprechend Geld mitzuverdienen. Und man muss auch sagen, Malaysia hat noch nicht mal so viele Freizeitparks. Also die haben extrem viele Wasserparks, aber an großen Freizeitparks gibt es eigentlich nur den Legoland Park im Süden. Es gibt, oder es gab, muss man sagen, der ist mittlerweile schon wieder zu. Das muss ich jetzt ablesen. Movie Animation Park Studios ist auch ein Name, der alles und nichts sein kann. Der Park sollte damals aufmachen, als ich in Legoland gearbeitet habe in Malaysia. 2015, hat aber erst 2017 aufgemacht und hat 2019, glaube ich, wieder geschlossen. Der hatte eine sehr kurze Spieldauer. Ja, die hatten auch Lizenzen, unter anderem The Croods, Mega Mastermind, also so ein paar, ich weiß nicht, ist das DreamWorks oder Blue Sky? Also entweder Sony oder Universal, keine Ahnung. Die hatten sich auf jeden Fall ein paar Lizenzen gekauft. Flintstones hatten die auch gehabt. Das hat, ich glaube, diese ganzen Lizenzgeschichten haben teilweise gar nicht eröffnet, weil es da irgendwelche Probleme gab. Also das war von Anfang bis Ende ein Projekt, was irgendwie zum Scheitern verurteilt war. Deswegen sind die wieder dicht. Und Genting Highlands sollte eigentlich auch schon seit 10 Jahren aufgemacht haben. Sollte dann irgendwann als 20th Century Fox Park aufmachen und dann gab es immer wieder bauliche Probleme, dann gab es Geldprobleme, dann gab es Lizenzprobleme. Jetzt ist endlich ein Eröffnungsdatum für dieses Jahr angepeilt. Der Park steht auch. Also damals gab es noch nicht mal einen Baufortschritt. Es gab immer überall Gerüste und Plan, aber man hat nie was gesehen. Und jetzt sieht man auch schon im Internet die ersten Bilder von einem Cars-ähnlichen Fahrgeschäft, was in der Mitte steht. Mit
Mit Motorrädern allerdings. Ja, genau, das finde ich einen coolen Move. Also das Ganze ein bisschen Total, ja. anders aufzubröseln. Und ich glaube, die haben einen Vekoma Suspended Coaster da, einen Family Coaster Nee, drin. das ist was anderes. Auf jeden Fall haben sie einen SFX Coaster auch von Dynamic Attractions. Genau, das habe ich auch gesehen. Ferrari. Genau, ja, und noch ein paar andere Sachen. Dieses Setting ist halt ziemlich genial. Also auf dem Berg und du fährst, ja. glaube ich, auch mit einer Seilbahn dann da hoch genau. durch die Wolken drüber. Oder durch und kommst halt dann in diesem auf dieser Bergspitze an, wo der Freizeitpark liegt. Ich habe lustigerweise am Dienstag an dich gedacht, weil ich bin mit denen in Kontakt und habe denen ein paar Sachen rübergeschickt, was wir halt machen können, weil ich gerne für die filmen würde, wenn sie halt jetzt den Park dann öffnen. Genau, und da hatte ich nämlich an dich gedacht, weil du ja auch in Malaysia schon gearbeitet hast, ja? Als ich da eine E-Mail hingeschickt habe. Sehr gut. Ja, dann sag Bescheid, ich komme mit. Da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, dass ich ja dann mitnehmen könnte. Also, ja, Q2 machen die wohl auf, also zweites Quartal. Ja, also ich bin echt gespannt und ich freue mich auch auf die ersten Fotos und Videos von den Anlagen, weil das sieht schon, also ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, weil Malaysia ist, weil die viel lokal bauen, was unglaublich gut ist, die haben auch viele Fachkräfte, aber die haben zum Beispiel nicht immer das Material. Das heißt also, gewisse Dinge in Malaysia, gewisse Baumaterialien kriegst du da einfach nicht. Deswegen bauen die natürlich mit den lokalen Baumaterialien, die aber nicht immer so hochwertig sind, wie das, was man aus anderen Ländern kennt. Und die erschwerten Wetterbedingungen, die es natürlich da gibt. Ne? Feuchtigkeit, viel Hitze oder auch Monsun, dann hast du plötzlich richtigen Starkregen. Und da können natürlich die Gebäude schon mal sehr schnell weathern, wie ja. man so schön sagen würde. Deswegen hoffe ich, dass... Große Frage halt der Beständigkeit. So wie es jetzt aussieht auf den Fotos, muss ich echt sagen, Alter, das sieht extrem gut aus. Ja. Wirklich beeindruckend gut. Und aber klar, die Frage ist halt, wie lange hält sich das? Aber ich würde jetzt erstmal behaupten, so, das macht einen schlanken Fuß, was die dort veranstaltet haben. Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Aber man sieht es ja auch in Singapur, in den Universal Studios, die sind auch sehr hochwertig aus, aber du siehst halt schon, dass die natürlich unter den Wetterbedingungen da ein bisschen zu kämpfen haben. Also man sieht das in Gebäuden wirklich an, dass da so ein bisschen Wear and Tear überall dran ist. Das ist ja auch kein Vorwurf. Ne? Das ist ja ganz normal, wenn du mit Sachen baust, die sich bewegen und dehnen und du hast dann diese extremen Temperaturen da, dann, und du hast es vor allem die ganze Zeit im Freien stehen, dann, klar, dann hast du schon mal solchen Abriss. Übrigens, Universal Studios Singapur, die Insel gehört auch Genting. Die Insel? Welche Insel? Die Insel, auf der die Universal Studios drauf sind. Das Ganze nennt sich ja Sentosa Island. Und Sentosa Island ist auch als Resorts World Genting bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob die mittlerweile ihre Anteile abgegeben haben, aber Genting hat diese Insel mit so aufgebaut, wie sie heute jetzt da steht. Aber wo war ich denn da, als wir auf die Insel rübergefahren sind? Weil, also mir ist das gerade völlig neu, dass Universal auf einer Insel liegt in ja. Singapur. Aber tatsächlich, ja, stimmt. Guck mal. Da geht eine Brücke rüber. Da geht eine Brücke rüber. Du bist wahrscheinlich mit der Bahn rübergefahren, ne? Nee, mit dem Taxi. Nö. Schön mit dem Uber rübergedriffen. Kann gut sein, keine Ahnung. Nee, aber okay, lustigerweise habe ich das irgendwie nicht so richtig mitgekriegt. Du hast recht, aber von der Straße, wenn du unten von der Straße fährst, dann sieht man das nicht. Ich bin wie das normale Fußvolk mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und wenn du natürlich dann oben über der Trasse fährst mit der Einschienenbahn, klar, dann siehst du das natürlich ein bisschen eher. Und es gibt auch noch kleinere Inseln daneben. Und es gibt auch eine richtige große Cable Car über die Inseln. Und es gibt Madame Tussauds dort auf der Insel. Spannend. Ja, da ist echt viel los. Da gibt es ein paar coole Sachen. Ja, Singapur müsste ich tatsächlich auch nochmal hin. Ich habe wirklich viel zu wenig gesehen von Singapur. Ich hatte zwar das Glück, dass ich in diesem geilen Hotel da übernachten konnte und oben auch in diesem Pool war. Wie heißt denn das nochmal? Dieses Marina Bay Sands Hotel? Ja, genau. Ja, da habe ich drin übernachtet und das war schon beeindruckend. Und dann die Gardens waren halt auch phänomenal. Das ist wirklich spannend. Wahnsinnig. Ich mag das total. Ja, und dann war ich ja, es war die Messe in Singapur von der IAPA vor 3 Jahren, glaube ich, oder 4 Jahre her. Deswegen war ich dort und in dem Zusammenhang dann eben auch bei Universal zu irgendeiner Reception. Und ansonsten habe ich halt leider nicht viel gesehen von Singapur. Einmal um diesen See da rumgelaufen.
Downtown Core, da die Ecke, ist das Downtown? Nee, warte mal, das ist nicht Downtown. Doch. Wo die Formel-1-Strecke ist, da, in dem Bereich habe ich mich eigentlich hauptsächlich aufgehalten. Ansonsten wirklich nicht viel. Und mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt, oben auf diesem Hoteldach. Alter, ey, das glaubst du nicht. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Ich habe aber tatsächlich nicht einmal einen Sonnenbrand gehabt in meiner Zeit da unten. Also ich war immer bestens vorbereitet. Ja, das freue ich mich sehr für dich. Ich habe wirklich, das war... Das ist wirklich schön für dich, ja. Das war der heftigste Sonnenbrand meines Lebens. Und ich habe den schönsten Sonnenaufgang meines Lebens dort gesehen. Jetzt ohne, dass ich protzen will oder so, aber in diesem Pool. Das war schon ganz geil. Ich bin halt morgens als einer der Ersten da hoch. Um 7 Uhr hat das Ding halt aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, boah geil, jetzt gehe ich ein bisschen schwimmen, so Sonnenaufgang. Wenig Leute da oben, ist bestimmt mega. Und gehe halt, fährst du mit dem Aufzug hoch, rechtsrum um die Ecke. Dann bin ich im Pool gehüpft, weggeschwommen von der Sonne und habe am Ende des Pools so eine Wende gemacht und dann Richtung Sonne geblickt. Und hab halt da diesen Sonnenaufgang gesehen, dachte so, alter Verwalter, was geht denn jetzt hier gerade ab? Hammer, absoluter Hammer. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. Sehr krass, ja. Ich finde auch alles da unten ist irgendwie beeindruckend. Erstmal die Stadt natürlich, die so massiv und so schon fast steril wirkt an einigen Ecken. Dann hast du dann diese modernen Klötze da stehen, wie Marina Bay Sands. Du hast diese ganzen Malls, ja. Du hast diese ganzen Mega-Districts da, dann hast du da das indische Viertel, das chinesische Viertel. Das ist alles so harmonisch, aber ich finde auch teilweise ein bisschen gruselig. Singapur hat ja auch ein eigenes Militär. Das ist ja, also Singapur ist ja ein Stadtstaat, ne? Und als ich da war, haben die gerade ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Die sind ja vorher, war das Malaysia-Bereich? Und die haben dann ja irgendwann ihre Independence erklärt und seit 50 Jahren ist Singapur Stadt, Land gleichzeitig. Und Fluss. Disney Plus, was? Nee, Stadt, Land, Fluss. Stadt, Land, Fluss. Fluss ist eine gute Überleitung, denn dazu wollte ich jetzt kommen. Auf der anderen Uferseite ist Johor. Also ich konnte wirklich nach Singapur rübergucken von dem Punkt, wo ich ausgewohnt habe. Und die hatten in einem Bereich haben die eine komplette Militärzone abgesperrt für ja quasi Bundeswehrübungsgelände und so. Und teilweise machen die da halt Schussübungen. Dann sitzt du da irgendwie abends, bist irgendwie an so einem Hafen in Malaysia, trinkst da so ein Bierchen, isst da keine Ahnung, Chicken Tikka Masala, geil mit Reis und so und Naanbrot und dann hörst du im Hintergrund rat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 
Genau, Kaugummi, also kaufen ist im Grunde oder das Besitzen ist schon verboten. Dann fand ich ganz lustig, am Flughafen ist der erste Flughafen, wo ich gesehen habe, dass sie in der Sicherheitskontrolle USM-Möbel haben. Das ist die Nummer hatten wir so schon ein Schickimicki-Möbelsystem. Ja. Ich glaube, das kommt mir gerade sehr bekannt vor euch. Ja. Und das teuerste Bier habe ich in Singapur gekauft. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Da waren wir auch noch abends auf so einem Event und dann hat die Bar halt gesagt, so letzte Runde, jetzt wird hier nichts mehr vom Veranstalter bezahlt. Ja, okay, alles klar. Und dann stand ich da noch mit drei Leuten am Tisch, ne, und waren noch alles so im guten Gespräch. Und da habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt noch mal eine Runde Bier holen. Wer will denn noch? Ne? Und die natürlich alle die Hand gehoben und nicht reingegangen. Und ich glaube, das war irgendwie so ein 0,25er Bier für 15 Euro umgerechnet. Ja. Ne? Da habe ich da mal eben schön 60 Euro für Bier gelassen für vier Leute. Ich dachte, was, Alter, ey, das war, ja, Bier ist Bier nicht die weiseste Entscheidung. Sehr teuer. Ja. Okay, aber wir driften so ein bisschen ab. Lass uns zurück zum Thema kommen. Jo. Ich würde mal sagen, von Singapur, from the other side of the world, back to beautiful Austria. Und zwar, weißt du, was in ich wollte jetzt Australien sagen, in Österreich noch alles so passiert ist, achterbahntechnisch? Phantasiana ist einer der wenigen Freizeitparks hier in der Freizeitpark, wie sagt man, Struktur, Landschaft, in der Freizeitparklandschaft von Österreich. Auch ein sehr, sehr schöner Freizeitpark. Warst du schon mal dort? Oh ja. Ja, ich war mal da. Da habe ich auch schon ein paar sehr interessante Erlebnisse gehabt. Cooler Park. Die haben auch richtig abgefahrene Attraktionen da unten. Total, ja, ja. Also zum Beispiel den Pax Coaster, diesen Family Coaster. Ich weiß Wild nicht genau, wie er heißt. Das ist tatsächlich schon extrem lange her, als ich da war. Seinerzeit haben sie ja auch, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, die Dinosaurier aus dem Phantasialand, aus dem Zeitreisetunnel vom Phantasialand Jet. Was? Die Dinosaurier? Das höre ich zum ersten Mal. Ja, zumindest die, ich glaube nicht die Dinos, sondern die, hier, wie heißen die? Die Mammuts, ich wollte gerade sagen, diese Elefanten da, die Mammuts. Ja. Die haben sie auch im Park stehen gehabt. Das fand ich total spannend, als wir nämlich dann da waren, wir hatten so eine kleine Tour und konnten, und die dann halt quasi, wir haben die Mammuts ausgegangen, ich habe ihm quasi in die Augen geguckt. Das ist in nächster Nähe. Also genau, zurück zum Thema zu kommen, die bekommen eine neue Achterbahn von Art Engineering und freue mich sehr für den Park, dass sie da diese neue Anlage bekommen. Ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr schön. Auch für die wahrscheinlich auch ein spannendes Projekt, weil so wie ich das mitgekriegt habe, bauen sie die auch selber zusammen mit der Betreuung von einem Art Engineering-Typen, der dann guckt, dass sie da alles richtig machen. Er sagt dann, hier, steckt das daran, das da. Das ist quasi die IKEA-Aufbauanleitung in menschlich. Auf der Baustelle dann rumwuselt und sagt, Ob die auch so eine Anleitung haben, nur so mit so einem Piktogramm? Meinst du, da wird auch so ein Imbusschlüssel damit geliefert, wenn man. Ja, aber so ein riesen Imbusschlüssel. Wo sich zwei Leute so dranhängen müssen. Ist ja keine schwedische Achterbahn, aber es wäre schon lustig. Wird auf jeden Fall eine spannende Anlage und bekommt wohl die gleichen Züge wie die Art Engineering Achterbahn im Europapark, die ich auch sehr schön finde. Die sind wir zusammengefahren. Der Baba Express. Ja, Baba Express. Baba oder aber nein, aber Express. Baba Express. Aber Express. Ja, das ist eine schöne Bahn. Schöne Züge tatsächlich auch. Tatsächlich, ja. Finde ich gut. Ja. Und aber also die Bahn hat ja noch eine Besonderheit, ne? In Phantasiana. Du meinst den Launch? See. Oder gibt es noch was, von dem ich nichts weiß? Nee, das ist das, was ich meinte. Okay, cool. Genau. Also wird ein Launch haben mit Reibrädern, cool. So wie es ausschaut. Und wird cool. Das ganze Layout habe ich noch nicht gesehen, aber bin sehr gespannt. Ich wollte eventuell, falls jemand zuhört von denen, schon mal mich ankündigen, dass ich vielleicht die nächsten Tage mal vorbeikomme, weil ich mal gucken will. Ding Dong, hallo. Ibims, Eins und Monski vom Podcast her. Das ist so wie früher, wenn man beim Nachbarsjungen geklingelt hat. Ja, hier ist der Julian, kann der Timo rauskommen? Komm, kann zum Spielen. Ja, hallo, kann der Chef rauskommen? Ich möchte Fotos machen, bitte, danke. Ja, bitte, danke. Ja, 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 ja. Ja, ansonsten. Ah, ich möchte auch gerne mal wieder hin. Schönen ja. Tag. Es ist wirklich lange her, als dass ich dort war. Aber es war spannend. Und ich bin mit dem Golfcaddy durch den Park geheizt.
Ah, lustig. Das ist natürlich immer eine Reise wert. Ja, auf jeden Fall. Sowas ist immer schön. Sehr schön. Hier, Gröna Lund in Stockholm hat Schienenschluss gefeiert auf ihrer neuen B&M Inverted Achterbahn Monster. Ja, mehr habe ich da jetzt auch nicht zu sagen. Punkt. Die haben doch auch, ich freue mich, nee, Gröna Lund ist das nicht mit, ne, mit dem Hasen. Der Hase ist in Liseberg, ne? Das ist Liseberg, den Dark Ride. Ja, da bin ich mal sehr drauf gespannt, weil das war ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt, was die sich da hingebaut haben, aber Corona-bedingt natürlich jetzt alles mal verschoben. Leider, leider, ja. Siehst du, von Singapur, Hongkong bekommt auch der Ocean Park. Ocean Park ist ja so ein bisschen so ein. So ein, weiß ich nicht warum, ne? Aber ich mag diesen Ocean Park so extrem. Ich finde dieses Setting auch so geil. Ich glaube, deswegen finde ich auch diese Genting Skyworld so spannend, weil die ja auch oben auf dem Berg irgendwie gelegen ist. Und der Ocean Park bekommt ja einen Wasserpark. Hatte ich das schon erzählt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Ich glaube, Wasserpark. also den Ocean Park haben wir auf jeden Fall schon ein paar Mal erwähnt. Ocean Park, Ocean Park, Ocean Park, Ocean Park, Ocean Park, Ocean Park. Wasserpark im Ocean Park sieht auch sehr gut aus und scheint auch dann jetzt langsam da mal auch geöffnet zu werden. Dann im Disneyland wird sich, in Paris wird sich warm angezogen, zumindest was das Schloss angeht. Das ist nämlich mittlerweile, glaube ich, komplett eingehaust. Wann hast du das denn bitte dir angeeignet? Wieso? Das ist ganz, ganz merkwürdiger Radiojournalismus. Auch im Disneyland Paris hat sich schon jemand warm angezogen. Das Schloss ist nämlich im Umbau und wird in den nächsten Jahren komplett grundauf renoviert. Ich glaube, gerade ist halt wirklich nicht die beste Zeit, um Disneyland Paris zu besuchen, oder? Also in den Studios wird so viel umgebaut, Rock'n'Roller Coaster ist Nee. zu. Also Gar nicht. gerade hast ja. Also, du hast nur Baustellen. Also die Studios sind tatsächlich den letzten Park, den man aktuell besuchen sollte, weil da ist ja gefühlt nichts auf. Beziehungsweise ein Großteil ist einfach im Bau. Studio-Tour ist ja auch noch im Umbau, also die fällt ja auch weg. Die Stuntshow ist geschlossen. Also alles, was da hinten in dem Bereich der großen Studios damals gewesen ist, das ist erstmal dicht. Und ja, gut, Disney-Schloss ist zwar im Bau. Aber haben die überhaupt auf aktuell? Oder Nee, ich haben die glaube, noch irgendwelche Beschränkungen? also ich habe jetzt gerade so die Corona-Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, Frankreich geht wahrscheinlich gerade momentan nicht so viel, muss man so zu Nicht sagen. so viel, ja, okay. Ja, ich habe noch ein klitzekleines Highlight. Und zwar, ich muss mal ganz kurz rechnen, 100, 1066 Feet. In Meter sind 324 Meter, 325 Meter. Würdest du in der Höhe klettern gehen? Niemals. Okay. Dann ist diese Info nicht relevant für dich, aber für alle Leute da draußen, die uns zuhören und die keine Probleme haben, in solchen Höhen ihr Abenteuer zu bewältigen, empfehle ich eine Reise nach China, denn dort gibt es den Guangzhou Tower, der total spannend ist. Also, sie haben halt. In dieser Turmstruktur, was halt, wie erkläre ich das denn so ein bisschen? Googelt es einfach. Auf jeden Fall in diesem Turm. Ich kann es nicht erklären. Geht mal auf Na, Google. das ist halt. Also, ich versuche das mal zu erklären. Das sieht aus. Hast du schon mal am Flughafen Spirituosen gekauft? Im Duty Free? Okay, ich bin gespannt, wo das hingeht. Nein, habe ich noch nie, aber ja. Okay. Als Whisky-Liebhaber bekommt man dann für die Flaschen so einen Schutz, der über die Flasche drüber gestülpt wird. Und das ist so eine. Diese Struktur. So eine Netz, so eine Ja, Wabenstruktur, genau, ne? so eine Wabennetzstruktur. Und die kann man so ein bisschen auseinanderziehen, ja. Und dann hast du halt so diese Waben, die sich da so extrahieren. Und so Ja. ähnlich ist die Turmstruktur. Das ist halt nicht so eine, wie so ein Fernsehturm, so eine Röhre und dann ist oben halt irgendwas drauf, sondern du hast halt dadurch einen Innenteil, der luftig ist, hohl, was halt in der Mitte keine Röhre, sondern drumherum diese Wabenstruktur als stützende Konstruktion des Turms. Und oben in dieser Wabenstruktur haben sie einen Kletterpark reingezimmert.
Ich habe das, glaube ich, mal irgendwie auf Fotos gesehen, habe es direkt weggescrollt. Ja, boah. Ich finde es wahnsinnig. Also das ist, das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Da sind wir wieder aber bei dem Punkt, was war zuletzt, ich glaube, das war in der, war das in den Sonderfolgen oder war das in der letzten, im letzten Monatsrückblick, wo wir über das Thema Höhen mal gesprochen haben, wo wir gesagt haben, dass wir uncomfortable sind mit Höhen, ja, aber keine richtige Höhenangst haben. Ja. Ja, das ist genau das wieder. Also, das wäre mir wirklich sehr uncomfortable. Ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen und vielleicht vorher nochmal kurz auf Toilette gegangen sein, bevor man da dann sein Abenteuer bestreitet. Bestreitet, ja. Ja, dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Ja, erzählen Sie. Was war am 14. Februar? Ich hoffe, ich liege da richtig. Sonntag. Das ist auch richtig. Und es war Valentinstag. Im Zuge dessen hat nämlich das Wiener Riesenrad ein phänomenales Video veröffentlicht. Wie war die Resonanz? Also ich muss sagen, ich habe das Video gesehen. Ich habe es auch meiner Frau geschickt, weil ich das richtig geil fand. Die auch ein Valentinstag geschenkt hat, oder? Valentinstag habe ich nichts mit an den Füßen. Okay. Bin da kein Freund von. Ist aber auch Tag des Riesenrades, also für die Leute, die... Dann ist das in Ordnung. Ja. Was meinst du mit Resonanz? Was möchtest du wissen? Ja, du hast das Video ja geteilt. Wie war die Resonanz darauf? Hast du viel Feedback gekriegt? Ja, also ich habe die Zahlen jetzt noch nicht so zusammengerechnet, aber das hat schon durchaus guten Impact gehabt und gute Reichweiten hatten wir damit auf jeden Fall. Also es ist wirklich krass geteilt worden. Cool. Ich habe auch persönlich viel Feedback gekriegt. Ist, glaube ich, gelungen. Also für die, die das Video jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, möchtest du das erklären, Stefan? Guckt es euch an. Ja. Nein, ich sage einfach googelt. Ja. Möchtest du das erklären, soll ich das erklären? Erklär du mal. Du kannst das schöner erklären. Okay. Also, wir standen auf dem Riesenraddach zu Valentinstag für ein kleines Video zum Valentinstag. Also wir haben es einen Tag vorher erst gedreht. Oben in 64 Metern Höhe. Das zweite Mal, dass ich auf diesem Riesenraddach stand und dort oben die Aussicht genossen habe. Nur das letzte Mal war im Sommer, was durchaus angenehmer war. Außerdem war es dunkel. Da kam die Höhe nur halb so durch. Und jetzt sind wir halt quasi, es war wirklich kalt und windig, da hochgefahren und haben ein Video produziert. Wo ich dort oben Händchen halten stehe und die Drohne, also wir haben eine Drohnenaufnahme mit Startpunkt auf den Händen und dann fliegt die Drohne rückwärts weg und die Perspektive eröffnet sich halt erst, dass du dann siehst, okay, Riesenrad, es scheint sehr, sehr hoch zu sein und dann merkt man halt, okay, krass, die stehen halt oben auf dem Riesenrad drauf und dann erzählen wir halt so ein bisschen die Geschichte hinter, also nicht die Geschichte hinter Valentinstag, aber wir erzählen halt, dass Valentinstag ist und dass das gleichzeitig aber auch Tag des Riesenrads ist, nämlich wo George Washington Gale Ferris Jr., heißt er glaube ich insgesamt, geboren wurde und zum Anlass dieses Tages, weil er eben auch der Erfinder ist, um das nochmal kurz hinzuzufügen, des Riesenrads oder der Riesenradkonstruktion, ist eben dieser Tag ihm gewidmet und da haben so ein kleines Video dann produziert mit ein paar Aufnahmen vom Wiener Riesenrad und der Closing-Shot ist quasi der Anfangs-Shot nur rückwärts, dass du halt wieder so auf uns zufliegst und mit dieser händchenhaltenden Pose endest und das war ziemlich beeindruckend. Wir sind natürlich gesichert gewesen, ohne Sicherung geht sowas nicht und sollte man auf gar keinen Fall machen. Aber war wieder mal eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also ich gehe gerne wieder da hoch, aber dann im Sommer. Wenn die Umstände besser sind, ne? Ja, klar. Das war wirklich bitterböse kalt. Ja. Wahnsinn. Habt ihr denn auch so einen krassen Wintereinbruch da jetzt gehabt in Wien? Ja, also es ist echt eisig kalt geworden und dann innerhalb von 2 Tagen, das habe ich ja eben erzählt, oder? Dass ich war auf meinem Dach hier oben, auf meiner Dachterrasse. Ja, genau. Da die ganze Zeit dann abhänge, weil es so plötzlich halt schnell wieder warm geworden ist. Und jetzt ist echt angenehm. Ich finde, das hat jetzt so ein bisschen so einen leicht spanischen, mediterranen Flair, wenn man so hier so durchgeht und schöne, leichte Wärme spürt. Ist schon ganz angenehm. Ja, mediterran würde ich das jetzt im Ruhrgebiet nicht nennen. aber ja, es ist deutlich angenehmer. Aber auch krass, wie schnell dieser Wechsel jetzt kam. Das war ja auch irgendwie der schnellste Temperaturanstieg seit
seit, wie sagt man, Aufnahme, auf Start der Aufzeichnung oder so, irgendwie innerhalb von einer Woche um 40 Grad alles gestiegen, weil es war irgendwie in Göttingen oder so, minus 15 Grad und die hatten jetzt irgendwie 25 Grad gehabt oder irgendwie Wow. sowas. Also keine Ahnung, also irgendwie der stärkste, schnellste Temperaturanstieg. Krass, krass. Ja, das ist wirklich krass. Also ich fall mich, ich weiß nicht, ich bin manchmal bei solchen Themen, gerade was das Wetter angeht, immer so ein bisschen kritisch, weil ich mir denke, ja klar, jetzt ist es schön, dass wir jetzt hier Mitte, Ende Februar so geile Temperaturen haben, aber das ist ja nicht so richtig. Also eigentlich sind wir ja noch nicht mal im Frühling angekommen und trotzdem haben wir so knalle Temperaturen und die Sonne, die brennt vor allem auch noch richtig. Also die ist ja schon richtig heiß. Also es ist fast schon verhext oder ich würde schon fast verzaubert sagen, um die Brücke zu schlagen zu unserer Sounds of Freizeitpark Spotify-Playlist. Nämlich eben haben wir den Namen gar nicht erwähnt. Ich würde gerne Hedwigs-Theme draufsetzen von Harry Potter. Das hat, glaube ich. Gut, dann möchte ich auf unserer Spotify-Playlist setzen: Sound of Freizeitpark auf Spotify. Spotify, Den Spotify. neuen Troy-Titelsong. Von den Wir bleiben treu. Nee, nicht ganz. Von, ist glaube ich, Imascore auch, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, den neuen Score haben die auch gemacht. Ich vermisse ein bisschen das alte Lied, dieses mit diesen zwei niederländischen Sängern. Treu, du Das sind Sie, Sensatie. wir liegen nicht vor der Ja. Eternität. Ich habe das damals total abgefeiert, als sie diese kleine Eröffnungszeremonie da an dem Eingangstor des Bereiches gemacht haben, mit den Flammenwerfern auch noch. Also so Ja. richtig übertrieben. Wobei aber auch gerechtfertigt für die Bahn. Ich finde, Troy ist immer noch eine der coolsten Holzachterbahnen hier in Europa. Voll. Also ich muss es auch sagen, ich bin neulich nochmal über so ein Video gestolpert und habe mich ein bisschen mit der Anlage beschäftigt. Also ich denke ja manchmal so an meinen eigenen Freizeitpark, ne, und an Attraktionen, die ich dann da reinstellen würde. Und Troy ist ziemlich weit oben auf der Liste der sinnvollen Attraktionen, weil sie halt einfach Evergreens sind und super gut und Bock machen. Also Ja. Troy ist sehr, sehr, sehr gelungene Achterbahn. Super Ding, ja. Schade, dass es nicht mehr gute Bahnen in der Nähe gibt. Ja, müssen wir uns Ich mal finde es, ändern. ja, das sollte Ja. man doch mal einer. Also, sag mal, hast du da nicht mal eine Idee, Ja. Julian? Entschuldigung, wollen Sie vielleicht eine Achterbahn kaufen? Ich finde es übrigens toll, wo wir gerade bei tolle Bahnen in der Nähe sind. Der Moviepark ist ja jetzt wirklich sehr, sehr fleißig mit seinem Instagram-Kanal und der postet ja fleißig Baustellenfotos. Und jedes Mal, wenn ich neue Fotos sehe, denke ich mir, was baut ihr da? Also, als sie, ich glaube, im, also Spoiler Alert an der Stelle, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann bitte weghören. Dass es da eine Drehscheibe gibt zum Beispiel, war mir auch komplett neu. Na sowas. Nee, also das sind jetzt alles so Dinge, wo man sich denkt so, oh, was passiert denn da? Und auch die Kulissen, die da drin aufgebaut worden sind, die sehen richtig, richtig geil aus. Also ich bin wirklich, also lieber Moviepark, ich bin heiß auf euch. Das will was heißen. Heiß wie Frittenfett. Aber, wo wir gerade beim Moviepark sind, mich lächelt noch ein Song an, den ich gerne draufsetzen würde, in Erinnerung an die guten alten Warner-Zeiten, und zwar das Main-Theme from Police Academy. Haltet mich bitte alle für wahnsinnig und bescheuert, aber die Police Academy Stuntshow ist die einzig beste Stuntshow, die es gibt. Das ist der absolute Wahnsinn. Das war für mich das Highlight eigentlich, weißt du, so es war immer so. Egal was kommt, aber wir müssen um 13 Uhr Police Academy Stuntshow gucken. Ja, so der Ja, ganze Tag genau. wurde um Ja. diese Show rumgeplant, als man so früher also noch bevor ich Fan war, bin ich ja ein paar Mal in der Warner Bros. Movie World gewesen mit Nachbarsjungen und so weiter, der mich ja, oder durch die ich eigentlich erst in diese Freizeitparkwelt abgetaucht bin. Ich war vorher nie so wirklich in einem Freizeitpark. Und das war halt, wenn wir mit denen unterwegs waren, oder ich mit denen unterwegs gewesen bin, war das halt echt. Das Highlight des Warner Bros. Movie World Besuchs und halt auch der Vulkan, Ja. der so. Also, ich meine, heute tangiert das ja einen gar nicht mehr, ne? Aber früher war es so, boah, na, jede halbe Stunde bricht der Vulkan aus von Bermuda-Dreieck damals und wie abgestumpft man so heute von solchen Sachen ist. Also,
Ich weiß nicht genau, weil wir können das mal als Beispiel, als Parallele ziehen. In Universal Studios in Orlando gibt es ja in dieser Winkelgasse, ich weiß nicht genau, Harry Potter bin ich nicht so drin, aber da ist ja dieser Drache da oben drauf, ja? Ja. Der dann, ich glaube, auch einmal pro Stunde oder jede halbe Stunde so Feuer spuckt. Das, da denke ich so, ja, ist jetzt ganz nett, aber ja, so. Kenne ich. Und da frage ich mich so, vielleicht die Kids, die da sind, die in dem Alter sind, wie ich damals war, als ich in der Warner Brothers Movie World sind, vielleicht begeistert die das auch so eingehend oder tiefgründig, ja, dass sie halt auch sagen, oh ja, und dann waren wir da und der Drache hat Feuer gespuckt und wir sind halt extra hin und haben das geguckt und haben Fotos gemacht und so. Ist das so? Ist man einfach abgestumpft, wenn man älter ist, oder? Naja, wir sind natürlich nochmal ein anderes krasses Beispiel, weil wir natürlich viele Dinge auch schon gesehen haben, ne? Sei es durch Events, sei es durch andere Parks, die uns irgendwie so impressed haben. Ich würde nicht sagen, wir sind abgestumpft, aber wir sind daran gewöhnt, dass wir sowas sehen. Und wir sind wahrscheinlich eher enttäuscht, wenn wir das nicht sehen. Also wir nehmen das wahrscheinlich schon eher als Selbstverständlichkeit hin. Gerade so Gimmicks wie, wenn irgendwas explodiert oder irgendwie Feuer spuckt, dann sagt man, oh ja, oh, cool. Ne? Ja. Und ich meine, also, ein ganzer Besuch in Walibi ist ja nichts anderes als, oder vor ein paar Jahren, als sie so übertrieben überall irgendwie Flammenwerfer installiert haben, auch in ihrem 4D-Kino sind einfach mal Flammenwerfer gewesen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh. Und auch da muss ich kurz mal eine Lanze für brechen. Das 4D-Kino, was sie da aufgebaut haben, was ja im Western-Bereich steht, das steht, ich glaube, das Gebäude steht noch. Da ist jetzt dieses VR-Ding drin, diese Klinik. Anyways, die haben das Ding extra gebaut für dieses Walibi-Franchise mit dem neuen Känguru und dieses Battle of the Bands. Der Film war mega geil, die Effekte waren mega geil, es gab Wind-, Wasser-, Feuereffekte in einem 4D-Kino, der Film war unglaublich witzig, die Musik ist geil, die hatten fette Anlagen da drin und dann haben sie gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Finde ich immer noch so schade, so viel verschossenes Pulver für Nüsse an der Stelle. Worauf wollte ich hinaus? Ah ja, Feuer, genau, Effekte. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich bin auch in einem Alter, wo ich mich von solchen Sachen nicht mehr beeindrucken lassen kann. Ich finde es beeindruckender, wenn ich Landschaft sehe, wenn ich Architektur sehe, wenn ich Gebäude sehe, wenn ich so eine Stimmung sehe. Wenn irgendwo was explodiert oder sich bewegt oder irgendwie so, dann denke ich mir so, ja, das ist nett, aber wo ist der Sinn? Oder warum? Oder ist das nötig? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Und ich muss immer wieder zurückdenken an Disney Sea in Tokio. Ich war einfach beeindruckt von der Stimmung, von der generellen Stimmung und von der Architektur, von der Landschaft, was man da gesehen hat. Ja. Ich glaube, vielleicht verschiebt sich der Fokus einfach nur. Ich glaube, wenn du ein Kind in den Freizeitpark schickst, der sagt dann nicht, das sind wirklich sehr schöne Säulen, die an diesem romanischen Gebäude stehen. Der sagt, geil, der Vulkan, der macht Bumm. Ja, das ist ja auch normal. Ja, welch wundervolle Sichtachse. Ja, eine verschobene Sichtachse. Wo wir übrigens gerade beim Thema Zaubern waren, da fällt mir noch eine Story ein, die mich die Woche total beeindruckt hat. Wir haben ja, das können wir auch mal ganz transparent hier so ein bisschen offenlegen an der Stelle. Wir haben unseren Fokus ja, wir beide, auf den sozialen Medien ja dieses im Februar ein bisschen anders gelenkt. Wir haben ja LinkedIn versucht, mal ein bisschen mehr für uns zu nutzen und zu entdecken. Und ich sage jetzt nicht, was der Julian hier in seiner Kamera gemacht hat. Der guckt mich aber auf jeden Fall sehr angespannt an. Naja, Moment, das schneidest du mal schön raus. Das klingt, als hätte ich ihn nicht fahren lassen. Nein, so soll das nicht klingen. Nein, nicht angespannt im Sinne von erdrückt, sondern angespannt im Sinne von, was willst du mir damit sagen, mit diesem gedrückten Gesichtsausdruck? Ich lächle eigentlich. Ja. Ein bisschen. Manchmal kann man auch dein Gesicht nicht lesen. Zum Glück ist das ein Podcast und kein Fernsehformat. Naja, auf jeden Fall, ein Thema, mit dem ich mich häufig in meinen LinkedIn-Posts beschäftigt habe, ist vor allem die Revitalisierung der Innenstädte. Weil es gibt ja in Deutschland dieses bekannte Innenstadtsterben. Durch Corona ist es nicht ausgelöst worden, durch Corona ist es eigentlich nur beschleunigt worden. Das Innenstadtsterben, das findet schon seit Jahren statt. Nur kein interessiert. Es kommen Discounter rein, es kommen Billigmarken rein, es kommen irgendwelche Großketten rein, die sich im Endeffekt nur verramschen
aber es wird kein Mehrwert geschaffen für die Innenstädte. Und habe in einem Post die Niederländer dafür gelobt, dass die es ganz gut schaffen, Kultur, Entertainment, Gesellschaft und Einkaufen auch in den Innenstädten gut zu kombinieren. Und zack, einen Tag später gibt es einen Beitrag in der Euro Amusement Professional, Grüße an das Verlagsteam. Sehr gutes Magazin. Die, super Magazin, ich lese das auch sehr, sehr gerne, dass die Stadt Roermond ein interaktives Erlebnis in der Innenstadt jetzt errichtet hat, weil Roermond genau das gleiche Problem hat. Roermond verreckt so ein bisschen mit seinem Outlet-Center. Also die, die Leute aus dem Westen hier im Ruhrgebiet, die kennen das Ding auf jeden Fall. Aber nach Roermond. Nach Roermond und nach Venlo Kaffee kaufen. Zu den zwei Brüdern von Venlo. Richtig. Alter, wie oft ich da schon gewesen bin. Ne? Das ist wirklich Ruhrgebiet, Kulturgut. Und die haben gesagt, okay, gut, wir machen jetzt hier mal was zum Erleben, eine interaktive Experience mit Zauberstäben. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abgeschaut bei Harry Potter, aber trotzdem eine gute Möglichkeit, einfach ein bisschen anderes Leben, ein anderes Verhalten in die Innenstädte zu bringen. Und interessanterweise mit der Firma wie heißen die? Nicht Triotech. Die niederländische Firma? Ja, die sitzt auch hier in Venlo. Ja, Lagotronics. Dammit. Danke, Lagotronics. Ja. Ich kam da jetzt nicht drauf. Wollte die ganze Zeit Triotech sagen, das ist ja vollkommen falsch. Und Lagotronics, die ja genau hier an der deutsch-niederländischen Grenze sitzen, also kurz bevor man Venlo Süd runterfährt, um in die Innenstadt zu kommen, um am Albert Heijn Jumbo-Markt und am zwei Brüder von Venlo vorbeizufahren, fährt man bei Lagotronics vorbei. Und die haben das zusammen mit Roermond entwickelt, mit der Stadt entwickelt und jetzt implementiert. Und die Kinder können sich dann so einen Zauberstab dann an der Station abholen und können dann an verschiedenen Punkten in der Stadt dann Lichteffekte auslösen, die dann so für 15 bis 20 Sekunden anhalten und die Stadt illuminieren oder halt was machen. Total niedlich. Finde ich echt schön. Also kann man ja auch mal weiterspinnen. Ne? Ich sag mal so, für Weihnachtsmärkte wäre das natürlich auch wieder spannend, um da noch ein bisschen was zu machen. Das muss ja auch nicht eine dauerhafte Installation sein, sondern das kann ja auch, ja, schon sehr interessant. Ja, vor allem interessant in dem Sinne, solche Illuminationskonzepte, die gibt es ja, ich sag mal, in verschiedenen Städten ja auch schon. Ne? Es gibt ja, also entweder hast du so ein Lichtfestival, die sind mal gut, mal schlecht. Shoutout an die Stadt Eindhoven. Die haben jedes Jahr ein Light Festival im November. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Das ist wirklich sehr spannend, auch mit tatsächlich interaktiven Elementen, mit Show und Musik und richtig groß und kostet einfach keinen Eintritt. Die ganze Stadt ist einfach eine richtig große Partybeile dann. Es gibt aber auch in Amerika so einen Trend. Die Firma, jetzt muss ich kurz überlegen, wie heißt die? Das habe ich jetzt natürlich nicht gegoogelt. Ah, ich glaube, die Moment Factory, so heißt die. Die machen interaktive Illuminationserlebnisse. Das, aber auch in Wäldern zum Beispiel. Die haben in Kanada ein Erlebnis gemacht, was sich so ein bisschen mit Tribes, mit Natives so ein bisschen beschäftigt. Und die haben dann zwischen den Bäumen so Screens oder beziehungsweise Leinwände, sodass man im Dunkeln das halt nicht sieht. Und dann kommt da irgendwie so ein Bär mit so Tribes und so Lichtelementen dann so hochgestiegen. Dann kannst du aber durch Klatschen oder durch Geräusche oder Bewegung irgendwie mit dem Tier interagieren. Dann hast du ein komplettes Feld voll mit Laternen, die du durch Musik irgendwie steuern kannst und so weiter. Also auch das kann ich euch nur empfehlen. Googelt mal Moment Factory. Moment Factory, so heißen die. Da gibt es echt ein paar coole Videos und sowas würde ich mir auch in Deutschland wünschen, weil ich glaube schon, die Leute wollen das. Also ich sehe es hier in Essen, wir haben jedes Jahr die Gruger leuchtet. Wollte ich gerade sagen, der Grugerpark wäre eigentlich perfektes Gelände, oder in Dortmund gibt es ja auch irgendwie den Westfalenpark, da könnte man ja sowas auch. Ja, machen. Genau. Und der Grugerpark, wenn hier die Gruger leuchtet im Winter, dann ist das nett. Aber du hältst dich da nicht lange auf, weil du guckst dir einfach nur Bäume an, die leuchten. Oder, oder hat jemand eine Disco-Kugel in den Busch geworfen? Ja, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden. Da gab es auch mal ein paar gute Jahre, wo ein paar tolle Sachen dabei waren. Aber es fehlt die Unterhaltung. Also man muss nicht mehr machen. Man kann es auch so weiterlaufen lassen. Aber wenn man wirklich über den Tellerrand hinausschaut, kann man einfach ein viel nachhaltigeres Erlebnis kreieren, als wirklich nur: Ja, ich habe jetzt mal zwei Kürbisse hier hingestellt, jetzt ist einfach mal Halloween. Nein, es entweder ganz oder gar nicht, so mein Motto. So ein Ding von mir, sag ich so. Ja, stimmt. Also so. Finde ich, klingt auch extrem spannend, werde ich mir auch nochmal angucken. Und
würde ich wahrscheinlich auch sehr gerne mal live erleben wollen. Also das ist interessant, Stefan. Geht mir genauso. Interessant. Ja, ich danke, Julian, ich weiß. Ich finde auch, also gerade diese alternativen Sachen wie diese Lichtinstallation, Miauwolf oder auch diese Digital Arts Projection Installation. Ich glaube, der Sven hatte heute auf LinkedIn oder auf Facebook, glaube ich, einen Post gemacht. In Tokio gibt es zwei große Attraktionen von, wie heißen die, in Tokyo Labs. Im Endeffekt ist es eigentlich, sind es verschiedene Räume, die durch Project Mapping zum Leben erweckt werden. Ich aber bin die ein Untergründe Fan sind, von Project Mapping. Ich liebe das. Wenn es gut gemacht ist, klar. Wollte ich gerade sagen, Project Mapping war auch nur, wenn es einen Zweck erfüllt. Und Project Mapping ist nicht, ich werfe ein Video an eine Häuserwand. Das ist kein Project Mapping. Das ist eine Häuserwand missbrauchen als Kinoleinwand. Ja. Das ist kein Project Mapping. Das habe ich auch letztes Jahr hier in Essen leuchtet auf einem wunderhübschen Gebäude, haben die einfach nur einen animierten Film abgespielt, der nichts mit dem Gebäude zu tun hat und auch nicht das Gebäude involviert hat. Und das ist nicht Project Mapping. Naja, auf jeden Fall bei diesem Team Labs, so heißt das, Team Labs in Tokio, die haben zwei Ausstellungen, einmal Borders und einmal Planets. Und wir haben das Planets gemacht. Und da gab es einen Raum, der war, nicht kniehoch, aber so bis zum Schienbein hoch, gefüllt mit lauwarmem Wasser. Du bist da durchgewartet, also du musstest auch vorab deine Schuhe ausziehen und deine Hose hochkrempeln. Das war richtig geil. Und dann bist du barfuß durch die Ausstellung gelaufen, irgendwann bist du in diesem Raum und dann hast du aber von oben Project Mapping auf die Wasseroberfläche. Und da werden dann so Blüten, Lotusblüten, Seerosen, Karpfen und so weiter drauf projiziert und die Karpfen, die interagieren sogar dann mit dir und du läufst dann durch dieses Wasser rum. Das war so mega, das war richtig geil. Aber das erinnert mich an was es vor vielen Jahren auch schon mal im Holiday Park tatsächlich gab. Da hatten sie auch so eine, es war nur, also ganz, ganz simpel, so groß wie eine Tischtennisplatte von der Fläche, die da auf dem Boden projiziert wurde. Es war auch nur eine Wasseroberfläche und wenn du darüber gegangen bist, haben sie auch diese Wellen dann so entsprechend verändert. Das war damals so der heiße Scheiß. Ja, das hatten wir im Sea Life auch mal bei einer Sonderausstellung gehabt. Da kann man also mit diesen Bodenprojektionen kann man viel machen, aber die haben es natürlich dann dadurch nochmal eine Spur realistischer gemacht, indem du wirklich natürlich durch Wasser gelaufen bist und das war halt irgendwie schon ein ganz anderes Erlebnis. Spannend. Ja, was machen wir denn mal unser alternatives Unterhaltungskonzept? Ja, weiß ich nicht, wir überlegen ja schon mal immer mal wieder und schicken uns Immobilien hin und her und gucken mal links und rechts. Aber so richtig. Das Wernatorium. erleben wir die Herstellung von Bölkstoff am eigenen Körper. Warst du schon mal in der Heineken Experience eigendlich? Nee, aber warst du schon mal in der Guinness Tour in Dublin? Nee, leider nicht. Okay. Ja, gut, dann haben wir es ja. Ja. Oh, hast du das? Fußgelenk hat geknackt. Das ist nicht gut. Okay, Heineken Experience, bitte. Stage is yours. Nee, ich wollte nur sagen, bei der Heineken Experience gibt es tatsächlich einen kleinen Raum, oder gab es zumindest vor ein paar Jahren, wo man tatsächlich den Abfüllprozess miterlebt hat und man war quasi die Flasche. Das war dann so ein kleiner stehender Simulator. Was? Das war so richtig, richtig bescheuert. Du hast dann quasi als, oder ich glaube, du warst das Bier, so rum. Du hast quasi im Kessel angefangen, wurde es gegärt, gekocht, gebraut, bist dann irgendwann abgefüllt worden, wurde es erhitzt und so. Dann hat es auch oben so Wärmelampen, die dann angegangen sind. Dann wurde es auch mal richtig bullig warm. Dann hat der ganze Boden gewackelt. Und dann kam da so ein englischer Tourguide immer ins Video reingeschnitten. Okay, we are now at the Bottle Processing Line. Wow, so richtig Freizeitpark-Feeling. Aber unterhaltsam, wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Lohnt sich. Und Heineken, ein Raum, der hat mich wirklich am meisten impressed. Wie trinke ich Heineken richtig? Hier, ihr riecht alle an Heineken. So, jetzt üben wir das mal. Also, ich habe geübt wie ein Weltmeister. Ich habe ja, ich also gerade von Dublin gesprochen. Und die Guinness-Brauerei-Tour ist wirklich gut. Also erstmal krass, wie viele Leute sie da durchschleusen. Das ist der erste phänomenale Wahnsinn. Ja. Super
toll gemacht von der Architektur, wie das in das Gebäude integriert wurde. Du hast natürlich auch diesen Tasting-Prozess, der bei Guinness-Bier meiner Meinung nach aber auch total Sinn macht, weil bei Guinness geht es halt darum, diese Geschmackvielfalt wirklich zu erleben. Und du trinkst es halt ähnlich wie ein Whisky. Eigentlich sollst du erst riechen, dann nimmst du einen Schluck in den Mund, lässt es kurz da sein Volumen für, also das muss halt so, muss es halt, also wie sagt man, keine Ahnung, also hast du Bier, hast die Plörre im Mund, ja, kurze Sekunde warten, dann schluckst du halt runter und dann merkst du aber tatsächlich so richtig diese verschiedenen Noten und auch, dass es so ein bisschen schokoladig auch schmeckt, so wie so ein bisschen zartbittermäßig, ist schon sehr, 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 sehr spannend. Und dann kriegst du halt auch so ein kleines Mini-Mini-Mini-Guinness und am Ende fährst du, die haben, ich weiß gar nicht warum, aber das ist halt so ein Turm auf dem Gelände, fährst du dann hoch und dann hast du noch einen Gutschein und kannst dir da noch schön Guinness zapfen lassen und das dann mit Aussicht auf Dublin trinken. Das ist auch sehr cool. Also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Experience, die ich jedem empfehlen kann, dass wenn man in Dublin ist, dass man das dann auch mitnimmt. Geht aber anscheinend auch irgendwie nur bei ausländischen Biermarken, ne? Weil ich überlege nämlich gerade, als wir in Antwerpen waren vor 2 Jahren, da haben wir auch so eine Brauereitour gemacht. Ich weiß leider nicht mehr genau, bei welchem belgischen Bier das war. Wie hieß Leffe? Die Marke? Irgendwas mit A. Nee, nicht Leffe. Irgendwas mit A. Effe? Ist ja auch irrelevant. Aber du hast quasi beim an der Kasse hat die Dame dir erstmal ein Bier gezapft. Fand ich auch schon sehr impressive. Aber nicht Castell, oder? Nee. Auch ich weiß es nicht. Grimberger? Nee, Grimberger war auch nicht. Duvel? War aber auch eine echt gute Tour. Duvel? Doch, das war's. Duvel. Ja. Duvel war's. Hast du ja gesagt. Ja, A wie Duvel. aber es gibt, also in Deutschland gibt's das. Ich weiß, dass es eine König, nicht eine König Pilsener, König Pilsener ist ja hier bei uns in Duisburg. Ja, Köpi, ja. Die Brauerei, Köpi. Aber wie heißt denn, es gibt ja noch eine. Diese, mit dem Wald und dem Bitburger. Ist das Warsteiner? Welche Region? Saufen für den Regenwald, war das? Nein, ist Krombacher. Krombacher, ja genau. Krombacher, es gibt ja eine Krombacher Brauerei, die liegt auch, glaube ich, hier irgendwo in NRW. Und es gibt auch ein Besucherzentrum. Aber hier bei uns in der Stauder Brauerei in Essen gibt es auch ein Besucherzentrum. Aber es ist halt nicht das gleiche wie diese Experiences. Und ich habe mir ja letztens so die Frage gestellt, welche deutschen IPs gibt es eigentlich oder deutschen Marken, die man mal verfreizeiten könnte, verexperiencen könnte. Ja, mir fällt direkt ein, von wem ist nochmal die Benjamin-Blümchen-Torte? Koppenrad und Wiese. Ja, das. Ich war mal im Werksverkauf, bin hier irgendwie von Hamburg zurückgefahren nach NRW und wenn mich nicht alles täuscht, kommt man dann bei denen vorbei. Oder ich bin komplett einen Umweg gefahren. Und wir sind dann im Werksverkauf nochmal angehalten und haben da. Werksverkauf ist auch so sehr deutsch, ne? Der Werksverkauf, wo warst du? Ich war im Werksverkauf. Wir haben hier noch Bruchware. So 5 Kilo, keine Ahnung, Torte, einfach so hinterhergeworfen. hier, es gibt auch einen Werksverkauf von Löwensenf hier in der Region. Okay. Ich glaube auch an der Deutsch, hier in, wie heißt der Bereich? Elten. Grenzübergang. Richtung Venlo. Ich meine, das ist Löwensenf. Ist jetzt auch total egal. Werksverkauf, worauf wollte ich hinaus? Experiences. Bier. Ah ne, in Bielefeld gibt es auch hier Dr. Oetker. Mhm. Und Dr. Oetker, die machen auch so Besichtigungen, Werksbesichtigungen. Aber es ist halt alles immer nur im Rahmen einer Werksbesichtigung. Eine ordentlich deutsche, durchgeführte, nach Arbeitssicherheitsschutzmaßnahmen Werksführung. Ja, ja, ja. Okay, was ich aber wirklich empfehlen kann, was zwar letztendlich auch nur eine Werksbesichtigung ist, aber was wirklich, wirklich toll ist, ist die bei Airbus in Hamburg. Die bieten auch verschiedene Touren an und wir haben eine Tour gemacht, wo man durch die Produktion gegangen ist und am Ende dann stehst du halt vor diesen großen A380 Flugzeugen, die sie damals noch gebaut haben, in der Endmontage, wo sie dann die Sitze reinmachen und so weiter und gehst halt in dieser Halle, die halt auch immens hoch ist,
und mit so einer Treppe bis unter das Hallendach und guckst dann von oben in diese Halle, wo diese drei Flugzeuge einfach nebeneinander stehen. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ja, ich glaube, dann hast du ja in dem Sinne ja schon die Experience drin, weil das, die Experience ist ja auch so ein bisschen das Erleben der Marke. Ja. Und ich weiß halt nie, ob das das Erleben der Marke jetzt wirklich eine Werksführung ist, weil es ist ja nur die Erstellung des Produkts der Marke. Aber bei Airbus finde ich ja, das ist ja wie bei Autos, ist die Marke ja das Produkt. Ja. Also du gehst ja dann auch, wenn du da den Herstellungsprozess dir anschaust und danach alles erlebst und siehst, wie mit den Flugzeugen, ist ja was anderes. Aber da fällt mir gerade ein zum Thema Autos. Klar, die Autostadt. Ja, ja, genau. Im Endeffekt, das ist ja ein Paradebeispiel, wobei ich auch da immer noch nicht gewesen bin. Ja, ich auch nicht. Vielleicht machen wir das mal zusammen. Da kenne ich jemanden. Das wäre cool. Ich kenne da auch zwei Leute. Verdammt. Liebe Grüße. Ja. Wolfsburg, ja, bin ich nur mit dem ICE mal angehalten. Ich bin auch mal mit dem ICE vorbeigefahren und ich dachte mir so, wow, das ist ja richtig riesig hier. Aber Wolfsburg besteht ja eigentlich nur aus dem Autowerk. Ne? Sonst ist da ja eigentlich, also Wolfsburg ist ja nur um das Werk entstanden. So das Rust des Nordens, wenn man so möchte. Ja, oder das alte Tesla. Das alte Tesla. Meinst du, Tesla würde sich so ein Experience Center dahin bauen? Wo Elon Musk persönlich durchführt? Könnte ich mir schon vorstellen, dass Tesla sowas macht. Die, wie nennt er das? Die Gigafactory, ne? Gigafactory. Ja, aber gibt es noch andere deutsche Marken, die sowas haben? Es gibt ja BMW in München, die haben, glaube ich, auch einen Ausstellungsbereich, aber jetzt keine Experience. Ja, Audi, die haben, es gibt das BMW-Museum und dann noch diesen Ausstellungsbereich. Das Museum ist halt sehr auf die Geschichte bezogen und sehr, also, ja. Ach, das ist auch im Olympiapark da, ne? Genau, da ist die, also beide Attraktionen in Anführungszeichen sind da, genau. Und ich fand es schon nett, aber es ist halt schon auch irgendwie ein bisschen dröge, weil du läufst halt letztendlich an Jahreszahlen vorbei und dann 1991, der erste BMW M wurde gebaut. Also was halt wirklich schön ist, was aber lustigerweise natürlich auch direkt zu Beginn dann abgefeuert wurde, ist, kennst du diese Darstellung? Das sind ganz viele Kugeln, die von der Decke runterhängen an Seilen und diese Seile ziehen halt die Kugeln hoch und runter und dadurch werden halt Formen von den Fahrzeugen nach imitiert, weil das halt cool. Sieht super spannend aus. Gibt es da irgendwo in China, gibt es da so ein lustiges Video, wie so ein Kind dann irgendwie da drin rumfummelt. In Singapur gibt es das auch im Flughafen natürlich. Vielleicht war es dann auch da, dieses Video. Aber genau, diese Kugeln, die sich dann in der Höhe verändern und dann dadurch Formen generieren und damit machen sie halt dann die Fahrzeuge Formen und du siehst halt schon, okay, das ist eher so alte Epoche, dann moderneres Fahrzeug und so. Schon sehr cool, aber läufst halt direkt zu Beginn vorbei, wo ich mir denke, so, das hätte man irgendwie auch ein bisschen besser platzieren können. Mhm. Ja. Könnte man den Nürburgring, das Ringwerk, auch so als Experience gelten lassen? Will ich mir jetzt nicht drüber äußern. Finde ich auch, also ich war ja auch da vor langer Zeit, also lange nachdem das eröffnet wurde und es ist schon eine stabile Attraktion, aber die ist halt von der Lage her einfach furchtbar und ist auch, glaube ich, einfach nicht das richtige Publikum für so eine Attraktion. Ist es denn noch offen? Ich weiß es gar nicht. Ich war irgendwann mal am Nürburgring und dann war es aber zu. Ja, das Ringwerk ist noch geöffnet, also du kannst die Dark Rides und die Simulatoren da drin noch fahren. Ach, wirklich? Ja. Und die sind auch voll in Ordnung. Also ich habe die jetzt nicht schlecht in Erinnerung. Die sind echt gut. Ich habe vor vielen Jahren da mal für fotografiert. Und ich bin irgendwie, weiß ich auch, dass ich mit diesem Bus mal gefahren bin, wo du halt diese in dem Bussimulator die Runde über den Nürburgring machst. Ja. Richtig witzig, das Ding. Das Ringwerk. Auch eine Wissenschaft für sich gewesen. Ja, irgendwie, also es gibt schon ein paar Projekte, wo man sich denkt so, ui, das ist aber... Also allein die Tatsache, dass wir so einen krassen Coaster gehabt hätten in Deutschland und dann, ja, Ende Gelände. Schade. Da war die Luft dann raus, würde ich mal sagen. Ja. Er war wirklich gar nicht so schlecht. Gute Besserung an die Mechaniker nochmal an der Stelle, als das Ding explodiert ist. Mit dem Knalltrauma. Alles irgendwie ein bisschen komisch, ne? Universal Krefeld. Also es gibt schon so ein paar nette Geschichten. Disneyland Deutschland,
Also alles hätte es geben können. Tja. Ja, so ist das. Aber jetzt sind wir gefragt an der Stelle, Julian. Und wenn ihr da draußen eine gute Idee habt oder ihr sucht jemanden, die gute Ideen haben, dann kommt zu uns. Omonski und Burian Productions. Nur für Sie im Erlebnisbereich, Bereich, Bereich, Bereich. Gut, Stefan. Schön, dass du das so gesagt hast. Es ist die Müdigkeit. Ich sage dir, würde auch sagen, da jetzt eh nichts mehr Produktives hierbei rumkommt und ich glaube, ich habe auch jetzt alle meine Punkte. Wollen wir Joe Road noch erwähnen? Oder bitte, ja, das bitte. Das ist aber dein Part. Mir ist es so auf die Nüsse gegangen, weil die Medien voll damit waren. Ja. Ja, krass, ne? Dafür, dass er ja im Endeffekt ja, hat er bei Disney auch so viel Aufmerksamkeit bekommen? Also ist er außerhalb der Szene und Branche auch so bekannt gewesen? Also als Disney-Mann kannte man ihn schon. Aber wahrscheinlich jetzt wegen der Cooperation mit Virgin Galactic ist er jetzt nochmal durch die Decke gegangen, ne? Hat er auch nochmal andere Leute angesprochen. Ich frage mich halt, wie es sein muss, wenn du quasi, also um's kurz zusammenzufassen, es ist ein Disney Imagineer, der halt an vielen Attraktionen maßgeblich mit beteiligt war. Er hat, glaube ich, auch hier Expedition Everest und sowas war ein Ride, den er damit für Disney entwickelt hat. Und dieser gute Mann hat vor kurzem seinen Abschied von der Disney-Zusammenarbeit bekundet, nach vielen, vielen Jahren. Der hat recht lange für Disney gearbeitet. Und jetzt ist halt bekannt geworden, dass er mit Virgin oder für Virgin arbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, also Virgin, ist es Virgin Galactic? Virgin ist ja Virgin Galactic heißt das, von Richard Branson. Richard Branson ist jemand, der mit Musik damals, also halt als Label ganz gut Geld verdient hat, dann Virgin Airlines gemacht hat, Virgin Trains oder Railway, also im Zugbusiness ist er unterwegs. Cruise Ships, glaube ich, auch, ne? Genau, auch da. Und dann hat er auch eine Art Hyperloop gemacht, wie Elon Musk das ja gemacht. Und es gibt eben auch Virgin Galactics, wo er halt dann Flüge, es sollen ja, glaube ich, commercial-mäßige Flüge ins Weltall werden. Und ich find's eigentlich so, ich frage mich, wie es ist, wenn du dein Leben lang an Projekten gearbeitet hast, wo du in einer geschaffenen Welt dem Besucher etwas vorgaukelst, wie es sein müsste, wenn du halt zum Weltall fliegst, unterwegs bist, ja, und plötzlich denkst du so, nee, wir machen das jetzt nicht mehr als Show, jetzt machen wir den ganzen Kram mal wirklich, wie wäre das denn? das muss doch total verrückt sein, oder, wenn du... Aber ich finde, das ist voll, ja, also klar, für ihn selbst muss das wahrscheinlich total surreal sein, Weltraumattraktionen vielleicht geplant zu haben und jetzt plant er plötzlich oder arbeitet mit an der Entwicklung der kompletten Experience für richtige, echte Weltraumfahrten. Aber ich finde den Gedankenansatz an der Stelle gut, weil häufig ist es ja so, wenn man sowas entwickelt, dann hat man das Ziel, okay, wir wollen zum Mars, wie kommen wir dahin? Wir bauen Raketen, wir müssen Technologien entwickeln. Aber alles andere drumherum, das ist ja immer nur spartanisch. Wenn man sich so die ersten Bilder von den Space Shuttles anguckt, von den Cockpits, klar, natürlich, die Technologie war damals noch eine ganz andere, aber da möchte ja keiner mit fliegen. Da kann auch keiner mit fliegen. Da musst du ja wirklich studiert für haben und 20 schlaue Köpfe müssen dahinter stecken. Ja, oder du bist ein Hund und heißt Leica. Oder du, und du wirst einfach nur noch umgeschossen. Ja, gut. Ja, klar. Hat der Hund denn da schon gemacht? Also, der Hund hat keine Lobby da oben gehabt. Nein, aber guck, hast du die Bilder von dem Cockpit von dem, welchem Flieger war das? SpaceX? Kann das sein? SpaceX hatte doch letztens eine bemannte Fahrt, ne? Irgendein. Also kein NASA-Gerät, aber irgendein anderer Flug hat vor einer Zeit stattgefunden. Ja. Und da hast du Bilder aus dem Shuttle gesehen und das ist clean und neat und das ist designed und das sieht so aus wie so ein Designer-Möbelstück, ein ganz großes, aber sieht eher etwas aus, womit man was anfangen könnte. So, und ich finde den Ansatz interessant, man entwickelt nicht die Technologie, um dann die Experience daraus zu machen, sondern man entwickelt eine Experience, um daraus die Technologien zu entwickeln, die man eigentlich dafür benötigt. Weil das ist ja im Endeffekt das, was er mit seinem Storytelling gemacht hat. Er sagt, ich brauche einen Berg, ich brauche eine Bahn, ich brauche einen Yeti.
Und daraus entwickelt, von der Idee geht man runter und entwickelt die Technologien oder guckt, ob es geeignete Technologien gibt. Deswegen finde ich diesen Gedankenansatz jetzt komplett von der anderen Seite mal ganz spannend. Und vielleicht gibt das dem Ganzen sogar noch einen Boost und wir werden dadurch eher vielleicht solche Raumfahrten erleben, weil dadurch neue Dinge entstehen, an denen man vorher gar nicht gedacht hat. Ja, das kann durchaus sein. Ich meine, klar, früher war es ja auch, waren wir auch, sag ich mal, in der Raumfahrt, sage ich jetzt mal als Laie, an einem ganz anderen Punkt, wo es nicht um die Kommerzialisierung ging, wo wir jetzt natürlich den Fuß in der Tür haben, aufgrund der vielen Erfahrungen, die in den letzten Jahren durch die verschiedenen Raumfahrtprogramme gewonnen werden konnte. Und vor allem in der Preiskategorie kann man ja schon ein bisschen was erwarten. Also ich warte mindestens einen Getränkehalter am Sitz, ja? Also das sollte drin sein. Wahrscheinlich kriegst du sogar einen Moët-Getränkehalter, einen Flaschenhalter. Stell dir vor, da werden noch extra so Space-Butler ausgebildet, die dann extra Service am Platz machen und haben die so eine kleine Küche wie im Flugzeug. Dann, oh, einen Moment, auf welches Tubengericht hätten sie denn gerne? Oder wird das noch so serviert? Ja, schön. Kommen sie aus der Galley raus und alles schwebt so vom Teller. So, oh, Moment. Aber du hast auf jeden Fall den Vorteil, du kannst nichts verschütten, ne? Also. Ja. Also ich finde das echt mega spannend und ich bin auch so ein kleiner Weltraum-Nerd. Ich weiß noch ganz genau, meine erste Schultüte damals, das war eine selbstgebaute Rakete. Mein Scout-Rucksack, der war voll mit NASA Space Shuttles drauf. Ich war ja 91 mit meinen Eltern in Florida. Ne, da war ich ja noch ein kleiner Stopsen. Da waren wir im Cape Canaveral gewesen. Cape Canaveral, ja. Und wir haben einen Space Shuttle Start damit erlebt. Mhm. Und das war richtig, richtig krass. Oh, mega. Also, ja, das war auch wirklich mega. Also, ich hab's nur noch dunkel in Erinnerung. Und dann haben wir mich natürlich auch komplett eingedeckt. Ich hatte eine Jeans-Latzhose mit einer Rakete drauf. Ich hatte so eine große Ballon-Jeans-Mütze mit so einem Space Shuttle vorne drauf. Und ich feiere das eigentlich heute noch, weil ich finde, Raumfahrt ist einfach so unglaublich spannend. Was dahinter steckt, was daraus entsteht. Und die haben in Speyer auch ein Space Shuttle im Technikmuseum stehen. Mhm. Und ich schwöre dir, Stock und Stein, ich war mindestens einmal im Monat in meiner Zeit in Speyer in diesem Technikmuseum und bin um dieses Ding rumgelaufen und habe das bewundert. Ich habe das wirklich echt geliebt, das Gerät. Mega. Also ist schon, und vor allem, wenn du auch sowas siehst, ne, also das ist ja auch Alufolie und ein bisschen Metall zusammengekleistert an einigen Stellen, wo du denkst, wie kann das jemand überleben? Ihr setzt euch da wirklich rein auf den Tank voll mit Explosionsmaterial und lasst euch nach oben ballern. Ja, okay, gut. Das ist alles so wirr irgendwie. Ich war halt immer so begeistert davon, wie man das denn steuern und kontrollieren kann und wie sie den Kontakt aufrecht halten und sowas. Nur das hat mich halt immer, das ist so punktgenau funktioniert, so weißt du, so mit dem Auto fährst du auf der Straße rum und fährst halt von München nach Freiburg, ja, und kannst dich so voll orientieren an allen möglichen Sachen und wenn du gerade mal nicht weiter warst, hältst du halt an und wenn du mit dem Space Shuttle fliegst, so, das ist glaube ich schon eine andere Hausnummer. Da gibt es kein Gaspedal und keine Kupplung. Ja. Stell dir vor, du stehst dann auf der Erde und dann fängst, ich krieg den Gang nicht rein. Kupplung kämpft schon wieder. Schatz, geht gleich los, Sekunde noch. Ja. Mach, die Kinder quengeln schon. Sind wir schon da? Ja, Kinder, 6 Monate bis zum Mars, dann sind wir da. Oh. Ja, auch das zum Beispiel, diese zeitlichen Dinge, ne? Wenn man sich überlegt, der Mars ist keine Ahnung wie viele Millionen Kilometer entfernt und dann fliegt da dieser neue Rover, ich habe vergessen, wie der heißt, dann ein halbes Jahr quer durchs All, nur um auf dem Mars zu landen, um ein paar Fotos zu machen. Also, irre. Vielleicht erleben wir noch in unserer Zeit noch einen Quantensprung und erleben vielleicht ein bisschen mehr als nur den ersten Rover, den nächsten Rover auf dem Mars. Vielleicht gibt es ja nochmal eine Marskolonie oder eine Mondkolonie. Es gibt ja so viele Spinnereien auch wieder. Und ich finde auch irgendwie diesen Ansatz von Donald Trump damals zu sagen, wir haben die Air Force, wir haben die Marines und wir haben jetzt ganz neu Space Force. Um einfach einen neuen Militärzweig zu gründen, zu sagen, nö, Weltraum brauchen wir wirklich. Ey, was ist denn hier, wenn Aliens, ne? Also, bitte, hier. Ja. Ist auf jeden Fall komplett an mir vorbeigegangen mit der Space Force, aber ja. Hast du gar nicht? Dann guck dir mal bitte das Logo von denen an und sag mir bitte, dass es nicht aussieht wie aus einem Star Trek-Film
abgeguckt. Also das ist wirklich, die haben sich zu sehr inspirieren lassen. Und ein kurzer Filmtipp, es gibt eine kurze Serie zu der Space Force mit John Malkovich und wie heißt der? Der auch bei Bruce Allmächtig mitgespielt hat und bei The Office, dem amerikanischen. Oh, Leute, ihr werdet mich da draußen bestimmt zuballern mit Nachrichten. Ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt. Großartiger Schauspieler. Steve Carell, so heißt der. Ja, du guckst mich wieder an. Filme ist nicht so dein Ding. Aber es gibt auf jeden Fall eine Netflix-Serie Space Force, die genau darum geht, die sitzen beim Militär alle zusammen und sagen, ja, der Präsident hat gesagt, wir müssen jetzt eine Space Force gründen und keiner hat Ahnung von nichts und die gründen einfach mal eine Space Force und einer wird dafür abgeschoben und muss den Laden jetzt irgendwie zum Laufen bringen, ohne zu wissen, wofür die Space Force eigentlich steht. Also das könnte aber auch eine Folge von SpongeBob sein. Sandy hat oft versucht, eine Rakete zu bauen. Die hat auch einen Astronautenanzug an. Ja, ja, stimmt. Ich sehe Parallelen. SpongeBob, ja. Donald Trump, beide gelb. Okay, ja, Julian. Sehr schön. Ich glaube, also wir haben jetzt genug rumgesponnen und den Leuten wieder lange genug in den Ohren gelegen. Es wird Zeit. Sonst wird es langsam ein bisschen spongy. Spongy. Es wird Zeit für die Gitarre. Oh Gott. Ja, okay. Ja, jetzt hast du hast sie so oft ins... In die Kamera gehalten. Jetzt darfst du auch mal hier ein bisschen live was trällern. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Der Julian spielt uns jetzt den neuen offiziellen How-To-Freizeitpark-Titelsong. Und mit diesem tollen Song verabschieden wir uns in den März, haben wir ja schon, entschuldigt. Habt einen schönen März, habt einen schönen Monat. Kommt gut in die Woche, bleibt gesund. Und wir sehen uns zur nächsten regulären Folge How-To-Freizeitpark wieder, alle 2 Wochen. Und kleine Empfehlung noch an der Stelle. Es gibt einen tollen Podcast mit Julian noch, der gar nichts mit Freizeitparks zu tun hat. Julian, möchtest du dafür Werbung machen? Das Problem ist, ich kann nicht Gitarre spielen und was erzählen gleichzeitig. Aber sind meine Skills noch nicht gut genug. Aber ich will tatsächlich erst auch gar nicht... es geht schon los. Wenn ich einmal anstatt, dann macht mein Kopf macht Pause, Freeze. Ja, ich kann natürlich gerne, es ist tatsächlich nicht freizeitparkrelevant, aber wir haben einen Freizeitpark, der heißt The New Work Times, wo ich mich mit einem sehr guten Freund aus München regelmäßig austausche zu dem, was bei mir und ihm im Arbeitsalltag so passiert ist und wir uns so generell business-kontextlastig unterhalten und auch persönlichkeitsentwicklungsmäßig für Leute, die vielleicht auch eine Selbstständigkeit anstreben oder sich irgendwie weiterentwickeln wollen, für die könnte das durchaus interessant sein. Aber wie gesagt, wir reden äußerst selten über Freizeitparksachen. Aber für alle Freizeitschaffenden da draußen, die jetzt wirklich vielleicht noch im Gründungsprozess sind oder vielleicht mit sich selber noch nicht im Reimen sind, wo sie hinwollen oder sich für das Thema New Work interessieren, also sprich auch digitales Arbeiten, Digital Nomads, und das neue Arbeiten irgendwie mitentwickeln möchten, hört euch den Podcast an. New Work Times gibt's auch auf Spotify. Jetzt guckt er wieder angestrengt, weil er nicht dabei reden kann. Du, kann das sein, dass du zufälligerweise ein Capybara bist? Wer? Kann das sein, dass du ein Capybara bist? Was ist das denn? Weil, du weißt nicht, was ein Capybara ist? Das sind so Wasserschweine, so große Riesenmeerschweinchen, wenn du so möchtest. Die können auch nicht zwei Dinge gleichzeitig, entweder nur kauen oder gestreichelt werden. Wenn du die anfängst zu streicheln, dann hören die auf zu kauen, weil die das da nicht verarbeiten. Jetzt kommt Barré-Griff. Hört man, ja. Gut, richtig guter Griff. Ja, schön. Das Lied ist übrigens, das sind die Lyrics Kumbaya? Oder die Chords von. Hä? Kumbaya? Nee. Ah. Everybody wants to be an astronaut. Das dürfte dir eigentlich gefallen. Von. Ist das Royal Republic? Ich weiß nicht. Willst du dich vielleicht auch noch verabschieden, bevor du nicht mehr reden kannst? Das ist auf jeden Fall ein geiles Lied. Das kann man sich mal anhören. So zum. Können wir das noch auf unsere Liste packen? Das wird dir gefallen. Nee, das ist ein Songtipp außerhalb der Liste. Eine Woche nur. Nee, also mit so was. Aber wir haben in unserem Freizeitpark.
Stefan, wir haben in unserem Freizeitpark-Podcast drüber gesprochen. Dementsprechend hat es jetzt Freizeitpark-Kontext. Also ich bitte dich darum, hau diesen blöden Song auf die Liste. Na gut. Wer auch immer mit Who, mit What? I want to be... Everybody wants to be an astronaut. And take the long, tall trail into the stars. Das ist der Text. Everybody... Ich muss gerade googeln. Okay, ich höre sie schon kommen. Die holen mich jetzt ab. Julian. Royal Republic, ich habe völlig recht. Und das hat Royal Republic mit Everybody Wants to Be an Astronaut. Bam! Elefanten hören. Zumindest. Mic drop. Wupp, wupp. Oh, hat er gefallen als gedacht. So, jetzt aber mal hier Schicht im Schacht, Kollege. Es ist März, wir müssen irgendwas für den März tun. Ja, wir werden im März ein bisschen besser recherchieren und einen besseren Podcast liefern. Und ein bisschen mehr auf die Umgebung Acht geben. Aber es war doch mal wieder eine schöne, angenehme Folge, Julian. Hab noch einen schönen Abend. Wir nehmen mal wieder viel zu spät auf für unsere Uhrzeit. Und wir sollten mal so morgens aufnehmen. Das wäre mal neu für uns, oder? Ja. Weil du bist ja eigentlich gerade aufgestanden, als wir aufgenommen haben. Also für dich dürfte ja jetzt morgens sein. Ich habe ein kurzes Nickerchen. Okay. Das war tatsächlich ein bisschen.